Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Türen sind auch zu. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer WebEx-Videokonferenz zur heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie zum Thema Wasserstoffstrategie. Ein Thema, das uns zurzeit alle beschäftigt. Wir kommen gerade, oder einige von uns kommen gerade aus der Konferenz gemeinsam mit den Franzosen. Im Rahmen der französischen Parlamentariergruppe gibt es eine Arbeitsgruppe New Deal. Auch dort war das Thema. Ein Teil des Ausschusses war gerade in Italien, hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Also ein sehr aktuelles Thema. Und wir hoffen uns von Ihnen entsprechende wichtige Hinweise. Diese Anhörung befasst sich mit folgenden Vorlagen. Einmal Unterrichtung durch die Bundesregierung, nationale Wasserstoffstrategie, Bundestagsdrucksache 19-20363. Dazu einem Antrag der Fraktion der FDP für eine europäische Wasserstoffunion, Bundestagsdrucksache 19-220. Dann einen Antrag der Fraktion der FDP, bunter Wasserstoff für eine nachhaltige Wirtschaft auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft, Bundestagsdrucksache 19-20021. So, ich begrüße im Einzelnen zu unserer Anhörung die Sachverständigen, die zu unserem Ausschuss heute gekommen sind. Die werde ich einzeln aufrufen, damit wir wissen, dass auch alle da sind fürs Protokoll. Als erstes Dr. Jörg Bergmann von Open Grid Europe GmbH. Guten Tag, Herr Bergmann. Dann Dr. Daniel Teichmann, Hydrogenius LHC Technologie GmbH. Herr Teichmann, guten Tag. Dann Dr. Armin Schnettler, der ist per Videokonferenz zugeschaltet. Herr Schnettler, sind Sie auch schon da und können uns hören? Ich bin dabei, ich kann Sie klar und deutlich hören. Das freut uns sehr. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Dann unsere Kollegin Kerstin André, die wir noch aus anderer Funktion kennen. Kerstin, recht herzlich willkommen. Dann Daniela Janssen von der IG Metall. Guten Tag. Dann haben wir Lars Baumgürtel, Voigt und Schweizer GmbH und Co. KG. Herr Voigt, recht herzlich willkommen. Dr. Felix Mattis vom Öko-Institut, auch herzlich willkommen. Und Professor Dr. Mario Rackwitz, Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, IEG. Ah, Sie haben sich da, ja. Wir sind ein bisschen beengt, wie Sie wissen, durch Corona. Wir haben viel Platz, aber wir sind trotzdem beengt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass Sie hier hinten platziert wurden. So, damit haben wir das erledigt und dann noch ein paar Dinge zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Wir haben uns darauf verständigt, die Anhörung nicht in Themenblöcke aufzuteilen, sondern sie wird unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen durchgeführt. Und das bedeutet, dass wir 2 Stunden Zeit haben und darauf angewiesen sind, dass sich sowohl die fragenden Abgeordneten als auch die Sachverständigen möglichst kurz fassen. Die Fraktionen sind übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Redezeit von insgesamt 4 Minuten für Frage und Antwort unbedingt eingehalten werden müssen. Wenn das überschritten werden sollte, müsste ich geschäftsführend eingreifen und Sie dann auf das Ende Ihrer Redezeit hinweisen. 4 Minuten für Frage und Antwort heißt auch, ich weise auch noch mal darauf hin, je kürzer die Frage, desto mehr Zeit für die Antwort. Meine weitere Bitte an die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen ist auch wie immer zu Beginn Ihrer Frage den Namen des Sachverständigen zu nennen, an den sich die Frage richtet. Eingangsstatements sind nicht vorgesehen aufgrund der Kürze der Zeit. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen, soweit vorhanden, sind als Ausschussdrucksache verteilt worden. Es wird ein Wortprotokoll erstellt und zur Erleichterung derjenigen, die das Protokoll erstellen, werden die Sachverständigen dann von mir nochmal aufgerufen, dass das Protokoll auch weiß, wer spricht. So, damit glaube ich, hätten wir alle Unklarheiten beseitigt und wir können in die Anhörung einsteigen. Als erstes spricht der Kollege Müller von der CDU-Fraktion.
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständige, ich würde meine 4 Minuten auf 2 Fragen aufteilen wollen, mit der Bitte um kurze Beantwortung. Und zwar zunächst erste Frage an Herrn Dr. Bergmann. Welche Schritte sind aus Ihrer Sicht erforderlich, um der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen? Und eine zweite Frage mit Bitte um kurze Beantwortung an Herrn Dr. Teichmann. Woher wird nach Ihrer Einschätzung der in Deutschland für die Wasserstoffwirtschaft erforderliche Wasserstoff kommen, und zwar preisgünstig und versorgungssicher? Als erstes Herr Dr. Bergmann, bitte, mit der Bitte, dann die Zeit zu beachten, um sie teilen zu können. Ja, gerne. Welche Schritte sind erforderlich, um der Wasserstoffstrategie zum Durchbruch zu verhelfen? Das erste ist, wir müssen Wertschöpfungsstufen übergreifend denken. Das heißt, von der Anwendungsseite her, dann wo kommt der Wasserstoff her und ist dann verbinden mit der Infrastruktur für den Transport und die Speicherung. Wir brauchen dringend eine Skalierung im industriellen Maßstab. Davon sind wir im Moment noch meilenweit entfernt. Und wir brauchen auch den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, was eben schnelle politische Entscheidungen schrittweise voraussetzt, statt entsprechende Grundsatzdebatten. Am Ende des Tages brauchen wir ein marktwirtschaftliches Zielmodell für Wasserstoff. Das heißt aber auch, dass der Wasserstoff transportiert werden kann in gleicher Weise für jeden potenziellen Marktteilnehmer. Das heißt, wir brauchen einen Netzzugang, wie wir ihn heute im Erdgas haben, nicht diskriminierend. Und wenn wir da jetzt im Netzzugang sind, brauchen wir als ersten Schritt möglichst noch in dieser Legislaturperiode eine Anpassung des ENWGs, dass der Wasserstofftransport genauso behandelt wird wie Erdgastransport. Ja, wenn man das nicht machen würde, müsste man die Wegerechte neu beantragen. Man hat keine Betriebsgenehmigung. Und wenn wir darüber reden, Wasserstoff ist ja gelebter Klimaschutz, es geht darum, die Klimaschutzziele zu erfüllen, brauchen wir eine gemeinsame Netzplanung zwischen Strom- und Gasseite, Gas aber inklusive Wasserstoff. Das können Sie aber nur machen mit regulierten Netzen. So. Und da muss es einen entsprechenden Einstieg dazu geben. Wenn man das in dieser Legislaturperiode nicht mehr macht, dann kriegt man auch bis 2030 die Infrastruktur, die man für den Transport braucht, nicht aufgebaut aufgrund der entsprechenden Vorlaufzeiten. Danke, Herr Dr. Teichmann, bitte. Ja, woher wird der Wasserstoff in Zukunft kommen? Ich glaube, da gibt schon die deutsche nationale Wasserstoffstrategie gut die Richtung vor, nach dem Motto Wasserstoff importieren und deutsche Technologie exportieren. Ich bin also auch fest überzeugt, dass aufgrund der begrenzten Potenziale, aufgrund der riesigen Mengen, die wir für Industriemobilität brauchen, der Import aus Regionen in Europa, in der Welt essentiell sein wird, wo Wasserstoff sehr günstig produziert werden kann. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, Technologien dafür stehen auch bereit. Wasserstoff lässt sich weder vollkommen dem heutigen Gastransport zuordnen, noch vollkommen dem heutigen Flüssigtransport. Es hat ein bisschen was von beiden, was auch eine große Stärke ist. Und insofern gibt es eine Reihe sowohl leitungsgebundener als auch nicht leitungsgebundener Transporttechnologien. Viele davon werden auch in europaweiten Projekten entwickelt. Und somit kann es gelingen, diese Kostendifferenz, die ich in gewissen Regionen der Welt habe, wo ich Wasserstoff für 1 Euro, 1,50 Euro pro Kilogramm erzeuge, wirklich auch hier an der Industrie, an die Industrie zu liefern und auch zu sehr günstigen Konditionen möglich zu machen. Und da auch, glaube ich, bei einigen dieser Technologien ist Deutschland auch mitführend, sei es Pipeline-Infrastruktur, Erdgasnetze umzurüsten, sei es aber auch Flüssigwasserstoff, sei es auch innovative Technologien wie die LOHC-Technologie, an der wir arbeiten, wo es um die Nutzung von Flüssigkraftstoffinfrastrukturen geht. Also insofern, wesentliche Mengen werden importiert werden müssen. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich richtig, jetzt in den nächsten 5 Jahren, sage ich mal, auch in Deutschland Erzeugungskapazität aufzubauen. Danke. Herr Rimkus von der SPD, bitte. Dankeschön, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Sachverständigen. Ich habe eine Frage bzw. 2 Fragen an die Frau Andrea und an die Frau Jansen. Ich würde gerne wissen wollen, Frau Andrea, wie schätzen Sie das Potenzial der Wasserstofftechnologien speziell in der Sektorkopplung ein, vor der Voraussetzung, dass wir Sektorkopplung ja breit sehen über Kraftstoffe, Brennstoffe hin in den Wärmemarkt? Und Frau Jansen, ich würde gerne wissen, wie schätzen Sie das Wertschöpfungspotenzial von Wasserstoff ein, auch bezogen auf die Arbeitsplatzmarktfrage? Also welche Potenziale ergeben sich dort? Danke, Frau Jansen, bitte.
Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Frage. Ja, in Bezug auf die Wertschöpfungskette oder auf das Potenzial, dies ist natürlich sehr, sehr hoch anzusehen, wenn wir davon ausgehen, dass man Wasserstoff vorrangig dafür einsetzt, für Industrien, beispielsweise für die Stahlindustrie, aber auch für die Chemieindustrie und für Antriebe, beispielsweise im Schwerlastverkehr, im Schiffsverkehr und so weiter, wo man eben den normalen CO2-haltigen Antrieb normalerweise eben nicht ergänzen oder ersetzen kann, dann sollte man das darauf beschränken. Und um Ihnen ein Beispiel zu nennen, im Bereich Stahlindustrie ist es ja so, dass 30% der deutschen Industrieemissionen von der Stahlindustrie emittiert werden. Also das heißt, da sehen Sie schon, wenn wir da nicht den Umstieg schaffen auf die Produktion von grünem Stahl, auf den Einsatz von Wasserstoff, dann gehen uns da in Zukunft sehr viele Arbeitsplätze verloren, wenn wir daran denken, die Klimaziele von Paris einzuhalten. Und das sind für Deutschland sind das eine ganze Menge Arbeitsplätze, beinahe 85.000 in der Stahlindustrie und entlang der Wertschöpfungskette. Das nur mal als kurzes Beispiel, wie ich da die Potenziale einschätzen würde. Danke. Als nächstes spricht. Entschuldigung. Ah, das habe ich nicht gehört. Frau Kerstin, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, über das Thema Wasserstoff zu reden. Sektorkopplung, klimaneutrale Gase ist natürlich für die Energiewende zentral. Wir müssen mit den Emissionen in allen Sektoren runter. Und deswegen ist für uns schon klar aus Sicht des BDIW, dass natürlich im Bereich Industrie, im Bereich Mobilität, aber auch im Bereich Wärme klimaneutrale Gase und in dem Fall Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. Bei der Industrie müssen wir von prozessbedingten Emissionen runter. Und deswegen ist es ja auch sehr löblich und sehr auch ein guter Move, dass Stahlindustrie, chemische Industrie, andere Grundstoffindustrien Wasserstoff als eine Möglichkeit ansehen, von prozessbedingten Emissionen tatsächlich runterzukommen. Im Bereich Mobilität sprechen wir im Wesentlichen über den Bereich Schwerlast, auch Schiffe, aber auch Flugverkehr, über die Potenziale, die da möglich sind. Aber ich möchte ein Augenmerk auf das Thema Wärme legen, weil Sie es angesprochen haben und weil ich auch durchaus die Begrenztheiten natürlich sehe, die wir im Moment im Bereich der Quantitäten an Wasserstoff haben. Wir als BDIW sind aber definitiv der Meinung, dass wir über die Beimischung von Wasserstoff bei den Gasverteilnetzen, in der Wärmeversorgung eine zentrale Rolle sehen. Sehen Sie sich eine Stadt wie Berlin an, die ist zur Hälfte an Fernwärme dran, also an warmem Wasser, wo wir durchaus auch über KWK die Potenziale von Wasserstoff sehen, aber sie ist zur anderen Hälfte an Gasnetzen angeschlossen. Und die reine Elektrifizierung im Bestand, also über Wärmepumpen, die ist im Bestand heute so nicht möglich. Und also wenn Sie eine gute Wärmeversorgung wollen und eben auch einen Klimaschutz und einen Beitrag bei Emissionsminderungen im Wärmebereich, dann wird der Wasserstoff im Wärmebereich auch eine Rolle spielen müssen. Dankeschön. Danke. Herr Kotri, bitte. Ja. Der Gong ist dann immer das Zeichen, dass die Redezeit abgelaufen ist. Bis jetzt haben wir doch kein Problem, aber es könnte sein. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Bergmann und zielt auf die Stromkosten. Sie haben ja dort auch Rechnungen angestellt und hier sind nur Kosten im Netzentgeltebereich berücksichtigt und regelmäßig werden bei den erneuerbaren Energien ja die wirklich angefallenen Kosten noch zusätzlich die Systemkosten unter den Tisch gekehrt. Und wie sieht es wirklich aus für den Stromkunden? Was muss der letztendlich bezahlen, wenn wir diese Wasserstofftechnologie hier umsetzen? Herr Dr. Bergmann, bitte. Aus unserer Sicht zahlt der Stromkunde davon erstmal gar nichts, weil wir müssen zwei Dinge trennen. Einmal Erzeugung von Wasserstoff, da spielen die Stromkosten sicherlich an der Stelle eine wesentliche Rolle. Und dann für den Transport von Wasserstoff in Wasserstoffleitungen, die zum größten Teil dann umgestellte Erdgasleitungen sind. Und wenn man sich dann anguckt, auf der Kostenseite für die Netzentgelte braucht man zum einen die entsprechenden Umrüstungskosten, das heißt, der Stahl der Leitung kann weiterverwandt werden. Man braucht höchstwahrscheinlich neue Armaturen, ab und zu auch mal Gasdruck- und Messanlagen, die dann erneuert werden.
So, und wo kommt Strom praktisch bei dem gesamten Transport zum Einsatz? Das ist bei der Verdichtung, weil wir davon ausgehen, dass die Verdichter für Wasserstoff dann eben entsprechend Wasserstoff angetrieben sind. So. Wenn man das an der Stelle kalkuliert, und es gab ein Projekt, was wir zusammen mit 10 anderen europäischen TSOs gemacht haben, wo es darum ging, elektrolytisch erzeugten Wasserstoff aus Südeuropa und aus Nordsee perspektivisch nach Zentralwesteuropa zu transportieren, da kommt man auf Größenordnung von 10 bis 20 Cent pro Kilogramm Wasserstoff als reine Transportkosten pro 1000 Kilometer. Wo sicherlich der Punkt eher ist, Stromkosten bei der Elektrolyse. Aber würde ich sagen, da gibt es hier andere Leute im Sachverständigenbereich, die da an der Stelle aussagefähiger sind. Danke. Dann ist jetzt dran Herr Helfrich von der CDU, bitte. Ich sage herzlichen Dank. Ich mache gleich bei Herrn Dr. Bergmann weiter mit einer Frage. Es gibt hier in Berlin einige, die laufen rum und sagen, wir müssen also ganz dringend schon im Rahmen der EEG-Novelle erste regulatorische Dinge verrichten, damit das Wasserstoffstartnetz sozusagen nicht ausgebremst wird. Und mich würde dort Ihre Meinung interessieren. Und wenn Sie der Meinung sind, dass das richtig ist, würde mich interessieren, was zu tun ist und vielleicht eine Erläuterung, warum der Weg der richtige ist. Die zweite Frage richtet sich an Professor Schnettler. Und zwar würde mich dort interessieren, Herr Professor Schnettler, wie aus Ihrer Sicht eine effektive EEG-Befreiung der Elektrolyse ausgestaltet sein muss. Herr Dr. Bergmann, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Als Netzbetreiber im Gasbereich sind wir verpflichtet, einen sogenannten Netzentwicklungsplan aus der gesamten Branche vorzulegen. Wir haben diesmal erstmals eine sogenannte Grüngasvariante dort enthalten, was dann für 2025 und 2030 jeweils ein Startnetz für Wasserstoff beinhaltet auf Basis einer Marktabfrage, die wir durchgeführt haben. Die Ergebnisse der Marktabfrage liegen größenmäßig noch unter den ambitionierten Zielen der Wasserstoffstrategie, sind also nicht aus der Welt gegriffen. So, für 2030 müsste man 1200 Kilometer Leitung umstellen. Davon sind ungefähr 90% bestehende Erdgasleitung, 10% Neubau der ganzen Geschichte. Die Bundesnetzagentur hat sich mit ihrer Gesetzesauslegung jetzt so positioniert, dass wir nur elektrolytisch produzierten Wasserstoff transportieren dürfen. Das heißt, wenn wir im Moment keine Änderung der Gesetzgebung bekommen, das heißt Wasserstofftransport sowie Erdgastransport behandeln, dann wird in den nächsten 2 Jahren nichts passieren. Wenn dann die Regierung überlegt, anschließend das zu machen, haben wir 2 Jahre Zeitverzögerung da drin. Für uns ist der wesentliche Punkt neben der Frage Klimaschutzziele das ganzen industriellen Aspekt. Wir sind im Wettlauf mit anderen Ländern. Sie kennen alle Japan, Australien, die unterwegs sind. Aber mittlerweile in Europa wird unser kleines Nachbarland Niederlande da sehr agil und läuft uns auch an der Stelle voraus. Von daher müsste man jetzt praktisch den Gasbegriff im ENWG erweitern und Kleinigkeiten in den Netzzugangsverordnungen, Netzentgeltverordnungen, was allerdings minimal invasiv ist. Danke, Herr Professor Schnettler, bitte. Ja, Herr Schnettler, ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich hoffe, man kann mich auch verstehen. Weil gut, die Frage war, wie sollte eine EEG-Umlandbefreiung am besten sein? Also die einfachste und pragmatischste, wahrscheinlich aber am schwierigsten durchzusetzende, ist, dass eine komplette Befreiung von der EEG-Umlage ist für den gesamten Stromverbrauch zur Wasserstoffentwicklung. Da gibt es natürlich entsprechende Diskussionen, sodass wir noch eine Rückfalloption sehen. Haben wir ja auch dargelegt, der Anwendungsbereich könnte sein, da die bestehende Privilegierung für stromintensive Unternehmen durch die Ergänzung der besonderen Ausgleichsregelung anzuwenden, also auf Elektrolyseure auszudehnen. Jetzt gibt es da 2 wichtige Punkte, oder eigentlich 3 wichtige.
Wir reden insbesondere bei der Wasserstofferzeugung zunehmend über Großanlagen. Wenn ich sage Großanlagen, dann sind das schnell Investitionen im Bereich von 100 Millionen Euro mehr. Also wenn wir wirklich groß denken. Herr Schnettler, ich weiß nicht, ob Sie es mitkriegen, die Zeit ist abgelaufen. Die anderen zwei Antworten müssten Sie vielleicht bei der nächsten Frage dann aufrufen. Herzlichen Dank. Ich komme leider nicht mit, ja. Sie müssen gucken, dass Sie dann die Zeit selbst beachten, wenn Sie das hier nicht sehen. So, dann ist als Nächstes dran Herr Neumann, bitte. Ah, Herr Theurer, bei uns steht Neumann. Herr Theurer. Ja, Vorsitzender, zunächst vielen Dank an die anderen Fraktionen, dass Sie unsere Anregung, eine Anhörung hier zu machen, mit unterstützt haben. Wir freuen uns über die Sachverständigen, die heute zur Verfügung stehen, weil uns ja wichtig ist, dass wir vorankommen mit einem Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa. Wir haben als FDP-Fraktion konkret kritisiert bei der Bundesregierung mit der nationalen Wasserstoffstrategie und bei der Besetzung des nationalen Wasserstoffrats, dass da die Interessen der mittelständischen Unternehmen aus unserer Sicht vernachlässigt wurden. Meine Frage richtet sich deshalb an Herrn Baumgürtel. Welche Rolle spielt Wasserstoff für den industriellen Mittelstand in Deutschland und welche Forderungen haben Sie zur Verbesserung der Wasserstoffstrategie? Herr Baumgürtel, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Theurer. Ich glaube, die Frage ist, welche Rolle der Mittelstand für den Wasserstoff spielen kann. Ich komme aus dem Bereich der Prozesswärmeanwendung. Und die nationale Wasserstoffstrategie nimmt zwar Bezug auf Großvorhaben, Großunternehmen im Bereich Stahl und Glas, Beton und auch im Bereich des Schwerlastverkehrs, aber die Anwendung Prozesswärme mit jährlich 200 Terawattstunden Energie, überwiegend mit dem Energieträger Erdgas heute abgedeckt, kommt in der nationalen Wasserstoffstrategie nicht vor. Das ist heilbar, zum Glück. Und ich möchte hier auch nochmal mein Interesse begründen für den energieintensiven Mittelstand, insbesondere die Prozesswärmeanwendung, dass wir hochgradig Interesse haben, mit den innovativen Unternehmen des Mittelstandes die Wasserstoffwende auch hier im Bereich der Prozesswärme und darüber hinaus im Mittelstand voranzutreiben. Dazu gehört natürlich, dass wir dann auch von Fördermaßnahmen wie Carbon Contracts for Difference profitieren dürfen. Aus meiner Sicht muss das diskriminierungsfrei Zugang sein, auch für den Mittelstand im Bereich der Förderung. Und genauso gilt das natürlich auch für die Repräsentanz im Wasserstoffbeirat, wo ich einfach festhalte, da gibt es derzeit keinen Mittelständler, der auf der Anwendungsseite vertreten ist. Also Fissmann ist drinne, aber das ist ein Erzeuger von Brennstoffzellen bzw. von Technologie, die sich mehr mit der Erzeugung bzw. der Umsetzung beschäftigt. Also nochmal, es gibt 300.000 Großbefeuerungsanlagen, die heute auf Erdgas betrieben werden. Und diese Anlagen haben alle das Potenzial, als Low-Hanging Fruits von Erdgas auf Wasserstoff umzustellen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg für den Mittelstand. Und ich würde mich außerordentlich freuen, wenn die nationale Wasserstoffstrategie diesen Anwendungsbereich und damit auch den Mittelstand in die Handlungsfelder mit aufnehmen würde. Vielen Dank. Danke. Kollege Beutin, bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Dr. Mattes vom Öko-Institut. Und zwar ist es ja richtig, wie auch die Vorrednerinnen schon betont haben, dass der Wasserstoff eine zentrale Säule in der Energiewende darstellen wird. Aber wir haben auch die Befürchtung, dass eine Wasserstoffstrategie, die auf Wärme und Verkehr setzt, also die auch in Wärme und Verkehr Wasserstoff nutzen will, auch zur Ausrede werden kann, notwendige Entscheidungen hinauszuzögern oder zu vertagen. Und in Ihrer Metastudie haben Sie ja deutlich gemacht, dass Wasserstoff eigentlich wirklich erst grün wird ab einer hohen Ökostromquote. Das heißt, erst ab einer hohen Ökostromquote hat Wasserstoff aus Elektrolyse einen Vorteil gegenüber Wasserstoff aus Erdgas. Also 70% haben Sie da genannt. Und vor diesem Hintergrund unserer beiden Bedenken, wie müsste eine Architektur einer Wasserstoffstrategie aussehen und welche zeitliche Dimension sehen Sie da? Herr Dr. Mattes, bitte. Ja, vielen Dank. Als Erstes möchte ich sagen, wir sind im Moment beim Wasserstoff in einer Situation, in der wir Mitte der 90er Jahre bei den erneuerbaren Energien waren. Das heißt, wir müssen eine Balance finden zwischen
der Lernkurve und die Kosten und dem Versuch, die Kosten runterzukaufen und effektiver Emissionsminderung. Das ist für die nächsten 10 bis 15 Jahre sozusagen der Balanceakt, den wir hinkriegen müssen. Und das heißt, wenn Wasserstoff beitragen soll zur Emissionsminderung, dann geht es um klimaneutrales Wasserstoff. Und wenn wir dann über Elektrolysewasserstoff reden, dann ist der so grün, wie zusätzliche grüne Stromerzeugung ins System kommt. Ansonsten ist es ziemlich grauer Wasserstoff. Das heißt, die erste Forderung ist, wir werden gerade in den nächsten 10 bis 15 Jahren den Ausbau der erneuerbaren Energien noch mal verstärken müssen. Zweitens, ich weiß, dass das in vielen Kreisen nicht so beliebt ist, wir sollten die Option des blauen Wasserstoffs nicht vorschnell ausschließen, weil der bringt in jedem Fall zusätzliche Emissionsminderung. Im Gegensatz zu dem, wo man nicht weiß, was für Strom da reingeht. Das ist eine Option, die man nicht ausschließen sollte, gerade wenn man im nationalen Treibhausgasinventar Emissionsminderung sehen will. Und dann haben wir drittens wahrscheinlich am Anfang noch nicht so viel, aber langfristig sehen wir auch, der Großteil der Wasserstoffs oder der wasserstoffbasierten Energieträger werden importiert werden. Das hat eine gute Seite, dass wir die Kosten runterkriegen. Es hat eine schlechte Seite. Transport kostet auch nicht unerheblich was. Das führt aber dazu, dass wir uns da bei der Klimaneutralitätszertifizierung und auch der Nachhaltigkeitszertifizierung von importierten Wasserstoff oder Wasserstoffprodukten sehr schnell auf die Spur begeben müssen. Weil ich will nur daran erinnern, wir haben auch eine andere Debatte, nämlich die um Bioenergieträger, auch schon mal mit einer Bruchlandung abgeschlossen, weil wir diese Nachhaltigkeitszertifizierung nicht von vornherein raufgesetzt haben. Das heißt, wir müssen das Aufkommen sichern, dass wirklich da ein großer klimaneutraler Beitrag dabei ist. Der muss nicht 100% sein, weil man diese Balance zwischen Kostensenkung und Klimaneutralität sehen muss. Wir werden aber im Inventar, müssen wir Emissionsminderungen sehen. Und das führt dazu, dass wir einen sehr teuren und sehr kostbaren Energieträger haben und den wir zumindest für die nächsten 10 bis 15 Jahren sehr sorgfältig sektorkanalisieren müssen. Das werden wir sowieso machen über die Förderung der Anwendungsseite und über die Art und Weise, wie wir Infrastruktur entwickeln. Da brauchen wir aber sehr klare Regelungen. Letzte Bemerkung. Selbst wenn wir die Kosten massiv runterkriegen, werden wir die fossilen verteuern müssen. Wir haben das in der Stellungnahme aufgeschrieben. Wir werden neben allen Kostensenkungen am Ende des Tages auch einen CO2-Preis von 100 bis 150 Euro haben werden. Ansonsten wird das nicht klappen. Vielen Dank. Danke. Frau Nestle, bitte. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Professor Rackwitz aus Cottbus. Herr Rackwitz, wie müssen denn die politischen Rahmenbedingungen aussehen, damit die Wasserstoffstrategie tatsächlich zu einem systemdienlich auch im Stromsektor zur Systemdienlichkeit beiträgt, dass sie tatsächlich den Ausbau der Erneuerbaren erleichtert und eben nicht den Kohleausstieg schwerer macht? Und wie sinnvoll ist da tatsächlich so eine komplette EEG-Umlagenstreichung immer und überall, solange es in Wasserstoff geht? Herr Dr. Rackwitz, bitte. Vielen Dank für die Frage. Ja, also grundsätzlich sollten wir die Systemdienlichkeit über Marktmechanismen langfristig anreizen. Und das geht nur mit einem einigermaßen einheitlichen CO2-Preis über die Sektoren und geeignete Signale für den Einsatz der Elektrolyse. Allerdings haben wir kurzfristig das Problem, dass der CO2-Preis einfach noch nicht dort ist, wo wir ihn brauchen, nämlich bei über 100 bis 150 Euro die Tonne, und dass der CO2-Preis über die Sektoren verzerrt ist. Daher ist der erste Schritt eine grundlegende Reform der Steuern, Umlagen und Abgaben über alle Sektoren hinweg, sodass wir den Strom günstiger und andere Sektoren oder den Einsatz der Brennstoffe in anderen Sektoren verteuern. Dieses führt letztendlich zu einem verzerrungsfreien Einsatz der Sektorkopplung generell. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Wasserstoff nicht die einzige Sektorkopplungsoption ist, die wir brauchen, um effizient die Dekarbonisierung in Industrie, Verkehr und so weiter anzureizen, sondern eine sehr wichtige, aber eben nicht die einzige. Letztendlich brauchen wir, um grünen Wasserstoff, um den es letztendlich langfristig geht,
geeignet anzureizen und tatsächlich CO2-Minderung herbeizuführen, Emissionsfaktoren von deutlich unter 150 Gramm pro Kilowattstunde. Das haben wir momentan nicht oder nur in begrenzten Stunden des Jahres. Und deswegen ist es wichtig, die Systemdienlichkeit, die wir langfristig brauchen, kurzfristig durch geeignete Instrumente anzureizen. Das heißt, wir sollten sicherstellen, dass die Elektrolyse in Zeiten, in denen das Erneuerbarenangebot deutlich über 60-65%, also die Erneuerbaren dominant im Strommarkt sind, und an Orten, in denen Erneuerbare dominant sind, nämlich diesseits der Netzengpässe angereizt wird, wenn das durch die Regulierung möglich ist. Und das kann man, und ich glaube, da muss man jetzt auch noch mal weitere Forschung und Systemanalyse betreiben, unter Umständen dadurch erreichen, dass man die Anzahl der Volllaststunden der Elektrolyse auch am Anfang reguliert. Wir werden auch langfristig sehen, dass wir in dem Bereich von weniger oder im Bereich von 4.000 Volllaststunden Elektrolyseure betreiben und dass man eben Elektrolyseure dort lokalisiert, wo erneuerbare Überschüsse auftreten, sodass man nicht noch zusätzlichen Druck auf die existierenden Netzengpässe erreicht. Allein durch die Strompreissignale plus REX-Zertifikat, um erneuerbare Anteile nachzuweisen, wird es jedenfalls nicht funktionieren. Wir brauchen, wenn wir das über erneuerbaren Zertifikatslösungen machen wollen, brauchen wir Zertifikate, die klar zusätzlichen Neuausbau von erneuerbaren Anlagen oder dokumentieren. Das heißt, Zusätzlichkeit von erneuerbarer Energie ist ein ganz zentrales Element, und das geht mit den momentanen erneuerbaren Stromzertifikaten nicht. Und hierzu wird auch noch die Verordnung der EU-Kommission für Zusätzlichkeit von erneuerbaren Energien, die in 2021 erwartet wird, ein wichtiges Signal sein. Danke, Herr Friese, SPD. Das ging aber schnell, Herr Vorsitzender. Ich male mir mal die Welt schön und sage, wir haben eine Masse an Überschussstrom, wir haben eine Masse an Elektrolyse, wir haben eine Masse an Produktionsstellen für Wasserstoff, und dabei kommt dann der Infrastruktur eine bedeutsame Rolle zu. Und von daher, Frau André, die Frage, sollten die Wasserstoffinfrastrukturen und die zukünftigen Wasserstoffnetze analog zum Erdgas in die bestehende Netzregulierung mit aufgenommen werden? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wie beurteilen Sie kritische Stimmen, die bei einer Aufnahme in die betreffende Netzregulierung fürchten, dass bei der Finanzierung der Infrastruktur über Netzentgelte mittelfristig zu enormen Mehrkosten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern kommen wird? Und der letzte Punkt dazu, halten Sie es unter Umständen für sinnvoll, zunächst nur die technische Regulierung vorzunehmen, und damit der Bereich der Infrastruktur ermöglicht und die Frage der Finanzierung zunächst einmal hinten anzustellen? Kollegin André. Ja, vielen Dank. Also es ist natürlich eine schöne Welt, die Sie da zeichnen, ne? Dass wir den Überschuss an den Erneuerbaren haben und alle Elektrolyseure. Wenn ich am Ende Zeit habe von meiner Frage, komme ich darauf noch mal zurück, aber erstmal auf die Fragen vorneweg. Wir sind der Meinung, dass wir hier eine Integration in die Regulierung, die bestehende Regulierung brauchen, was die Wasserstoffnetze angeht, was die Verteilnetze angeht, aus folgendem Grund. Wir haben Sorge von parallelen Strukturen und wir haben Sorge von Insellösungen. Und die, gerade im Netzbereich, das wissen wir aus vielen Bereichen, ist Regulierung ein notwendiger Punkt. Regulierung kann auch Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten, kann Wettbewerb auch darstellen. Deswegen sehen wir hier als BDEW auch mit unseren Mitgliedsunternehmen, die an der Stelle die Positionierung auch festhalten, der Meinung, dass eine parallele Struktur, eine parallele Regulierung keinen Sinn macht. Zu der Frage, ob man im Vorfeld erst den technischen Teil, die technische Regulierung vornehmen soll oder nicht. Wir halten es nicht für zielführend, hier eine zeitliche Priorisierung hineinzubringen. Es handelt sich ja nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Und. Wir müssen hier parallel vorgehen und auch einen einheitlichen rechtlichen Rahmen schaffen.
Die Frage, die Sorge im Hinblick auf die Verbraucher und die Netzentgelte, das verstehe ich, dass das eine Sorge ist. Wir sind aber sicher, dass wenn wir eine Integration in den gesamten Regulierungsrahmen vornehmen, dass wir zu Anfangs eventuell höhere Netzentgelte haben, in der Langfristigkeit dieses sich aber umkehrt. Wenn je mehr Beteiligte, das wissen wir ja aus der Umlage auch, je mehr Beteiligte tatsächlich die Netzentgelte dann tragen, umso geringer können sie dann eben ausfallen. Jetzt noch ganz kurz, wenn ich das darf, zu dem Bild des Überschusses in der Elektrolyseure, nur dass es einfach der Vollständigkeit halber nochmal gesagt ist. Die ganze Wasserstoffstrategie steht und fällt mit der Frage, ob uns der Ausbau der Erneuerbaren gelingt oder nicht. Das ist völlig klar. Das Ziel der Wasserstoffstrategie ist ein grünes Wasserstoffziel. Es ist nicht ein blaues auf Dauer, ein türkisenes, ein graues, wie auch immer, sondern es ist der grüne Wasserstoff, der letztendlich zur Senkung oder zum Erreichen der Klimaziele beiträgt. Deswegen ist das ganz zentral, der Ausbau der Erneuerbaren muss vorangebracht werden. Und ich kann Sie nur dringend darum bitten, jetzt die anstehende EEG-Novelle auch dazu zu nutzen, hier dem Ausbau den nötigen Schub zu geben. Und zu den Elektrolyseuren, wir müssen rauskommen aus den Reallaboren und aus den Piloten. Wir müssen die Skalierung erreichen, weil es ist auch ein industriepolitisches Moment. Dankeschön. Danke. Als nächstes Dr. Lenz von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Viele Grüße aus Ihrer bayerischen Heimat. Meine Frage richtet sich an Dr. Teichmann. Die erste Frage betrifft wieder den Transport und die dafür notwendige Infrastruktur und vielleicht auch eine Frage, die sich ja vorhin stellte, inwiefern Parallelstrukturen notwendig und auch vielleicht sinnvoll sind. Die zweite Frage auch nochmal an den Herrn Teichmann. Wir haben ja vorher schon gesprochen, dass wir extrem hohe Mengen an Wasserstoff benötigen wollen, wenn es wirklich dann in die Umsetzung geht. Woher kommen Ihrer Meinung nach diese Mengen und wie kann hier eine Kaskade der Nutzung, aber auch eine Kaskade bezüglich dann immer eines Mehrs an Klimaneutralität oder auch an grünem Wasserstoff letztlich aussehen? Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Teichmann, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube definitiv, dass dem Transport und dem Import eine wichtige Rolle zukommt. Wie gesagt, wir haben viele Regionen, die sehr gute Potenziale haben. Und es gibt zum Glück, wie auch vorhin schon kurz erwähnt, eine Reihe an Technologien, die schon da sind. Da wurde seit Jahrzehnten dran gearbeitet, mal mehr, mal weniger. Das heißt, jetzt muss es vor allem um die Skalierung gehen, wirklich wirtschaftliche Business Cases zu machen, Wirtschaftlichkeit voranzubringen. Wasserstoff lebt davon, dass er skaliert wird, von den Economies of Scale, die dahinter stehen. Wasserstoff muss man groß denken. Wasserstoff sollte man auch global und international denken. Und da gibt es, wie vorhin angesprochen, eine Reihe von Technologien. Absolut glaube ich, dass es richtig und wichtig ist, Pipeline-Strukturen zu ertüchtigen, auch mit Wasserstoff arbeiten zu können. Ich denke, da ist sicherlich ein wichtiges Thema die Umrüstung von bestehenden Pipelines, um auch Planungsdauern zu verkürzen, Investitionen zu verringern. Und dann gibt es aber eben auch eine Reihe an eher stofflich gebundenen, nicht leitungsgebundenen Transportoptionen, so wie ja heute auch flüssige Kraftstoffe im großen Maßstab transportiert werden, sei es über Öltanker auf den Weltmeeren, sei es über Tanklastwagen auf den Straßen. Und auch das kann ich mit Wasserstoff abbilden. Es gibt beispielsweise Kryogenwasserstoff, tiefkalten Wasserstoff, den ich in solchen so befördern kann. Es gibt die vorhin benannte LOAC-Technologie, wo Wasserstoff in einem chemischen Verfahren an ein Öl gebunden wird und dann die bestehende Infrastruktur genutzt werden kann. Und damit kann ich natürlich auch eine inkrementelle Einführung von Wasserstoff erreichen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir wollen ja nicht nur für 2040, 2050 planen, sondern wir wollen ja auch über die nächsten Jahre und nächsten 10 Jahre auch schon vorankommen. Und das sind natürlich solche inkrementell einführbaren Technologien sicherlich sehr gut dafür geeignet und werden auch von einer Reihe von Firmen weltweit vorangetrieben. Zu der Frage, wie man wirklich diese Kaskade auch an großen Mengen für die Industrie, wir haben es vorhin von meinem Baumgürtel gehört, die riesigen Mengen, die ich da benötige, auch realisieren kann. Bezüglich der Farbenlehre des Wasserstoffs bin ich überzeugt, dass wir so schnell es geht auf ausschließlich grünen Wasserstoff kommen sollten und kommen müssen. Aber dass man natürlich auf dem Weg dorthin auch einen gewissen Pragmatismus sich leisten muss, einfach weil eines der größten Schwierigkeiten und Herausforderungen ist, eben ist, die Industrie erstmal überhaupt für Wasserstoff zu ertüchtigen.
Und es geht natürlich nicht, wenn die Kostendifferenz, der Verlust, den ich mache, pro Kilo irgendwie 5 Euro sind, sondern da muss ich erst mal schauen, dass ich diese Differenz möglichst klein halte, damit überhaupt Prozesse umgestellt werden können, damit überhaupt die ersten Schritte gemacht werden können. Und dann muss ich aber natürlich schon, damit es wirklich nicht hinten raus eine Mogelpackung ist, gleichzeitig und ambitioniert eben Grünwasserstoff in riesigen Mengen erzeugen und anliefern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass eine zu ausschließliche und ideologische Sicht schwierig wäre, weil bis diese großen Mengen Grünwasserstoff in dem Preisniveau, wie es Herr Baumgürtel braucht, daher überhaupt hergestellt werden können, vergehen einige Jahre und die wollen wir nicht verlieren. Wir wollen eigentlich, dass die Industrie auch jetzt schon anfängt, Prozesse umzustellen. Herzlichen Dank, Herr Bläser. Bitte CDU/CSU. Ja, ich hätte gerne eine Frage an Professor Dr. Schnettler. Professor Dr. Schnettler, Ihr Unternehmen hat ja sicher hohes Potenzial, was Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Welche Chancen sehen Sie bei optimaler Betrachtung, was an Skalierungseffekten in den nächsten Jahren erreicht werden kann? Das Zweite ist, in vielen Gutachtern wird davon gesprochen, dass wir 60-70% des Wasserstoffes importieren müssen, weil die Entstehungskosten in vielen Ländern des Südens günstiger sind. Sie haben auch eine Windsparte, die jetzt mit neuen Anlagen offshore unterwegs ist, die mit null Geboten bereit sind, Strom zu produzieren. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass der Anteil heimischen erneuerbaren Stroms noch wesentlich erhöht werden kann? Und das wären schon mal die ersten Fragen. Ja. Danke, Herr Dr. Schnettler, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Zum ersten Punkt, Skalierung der Anlagen. Also was wir beobachten seit mehreren Jahren, dass alle 4 bis 5 Jahre sich die Leistungsklasse dieser Elektrolysen um den Faktor 10 erhöht. Vor 5 Jahren in der Megawatt-Klasse, heute die 10-Megawatt-Klasse und aktuell diskutiert man über die 100-Megawatt-Klasse und wir werden in 5 Jahren, werden wir sicherlich die Gigawatt-Klassen haben. Die Projekte sind entsprechend groß und das funktioniert nur dann, wenn die in Regionen gehen, die auch entsprechenden hohen Anteil an preiswerten elektrischer Energie haben. Dann komme ich zur zweiten Frage. Sie hatten gesagt, die Importquote 60-70%. Ich denke, es hängt davon ab, wie groß der Abnehmermarkt ist. Wichtig ist, dass man darauf fokussiert, wie die Total Cost of Ownership oder die Wasserstoffbestehungskosten sind. Der größte Anteil der Kosten ist der Strompreis. Also das heißt, wenn ich in die Regionen gehe, die einen sehr niedrigen elektrischen Strompreis haben und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit. Das sind Gegenden wie Amerika, Nordwestafrika, der Mittlere Osten, Australien. Also Gegenden, in denen man Wind und Sonne kombinieren kann oder in Gegenden, in denen sehr viel Wind kontinuierlich vorherrscht. Also Australien, beispielsweise Nordwestafrika und Südamerika. Wird in Zukunft die elektrische Energie daherkommen? Ja, wenn uns gelingt, die Transportfrage zu lösen. Und das bedeutet, ich muss entweder, das hatten wir vorhin schon, das Thema LOHC-Speicher nehmen oder den Wasserstoff verflüssigen. Oder ich gehe einen Schritt weiter und nehme Wasserstoff in einem nächsten Syntheseschritt in Richtung von Ethanol, Ammoniak oder synthetische Kraftstoffe. Und damit sind wir bei einer Anwendung im Mobilitätsbereich, im Flugbereich, überall dort, wo ich Kohlenwasserstoffe oder Alkohol benötige. Letztendlich ist es so, dass die Wasserstoffwirtschaft ungefähr, also über 50% des Endenergieverbrauchs überhaupt abdecken soll. Also alle die Sektoren, die nicht oder nicht einfach elektrifizierbar sind. Also insofern große Anlagen, ein hoher Importanteil, allein schon deswegen, um die Kosten für Wasserstoff oder deren Derivate. Das wäre meine Stellungnahme. Danke. Als nächstes Herr Gremmels von der SPD, bitte. Ja, meine Frage richtet sich an Frau André. Welche Rolle spielt die nationale Umsetzung von RED II für das Hochlaufen der Wasserstoffwirtschaft, insbesondere hinsichtlich der Stimulierung und Nachfrage sowie der Rahmenbedingungen für die Produktion von erneuerbaren Wasserstoff? Und daran anschließend die zweite Frage. Sehen Sie, wir diskutieren, da müssen Sie ja im Zusammenhang sehen, auch die Frage EEG 2021 und der dort hinterlegte vom Bundeswirtschaftsminister belegte Energiebedarf in 2030. Wenn wir möglichst viel des grünen Wasserstoffs in Deutschland produzieren wollen, halten Sie die dort verankerten absoluten Terawattzahlen für ausreichend oder prozentual? Das hängt ja miteinander zusammen. Wie steht da Ihr Verband zu diesen Zahlen? Danke.
Frau André. Also wir haben ja vorhin schon über die verschiedenen Anwendungsfelder gesprochen und der Mobilitätssektor spielt eine zentrale Rolle. Und damit natürlich auch die Frage nationale Umsetzung der RED-II-Richtlinie. Ich möchte mal einen Begriff vorhin aufgreifen, den Felix Mattes vorhin genannt hat, Balance zu halten. Wir haben bei RED-II im Moment folgende Situation, dass die Vorschläge hier im Hinblick seitens des BMU nicht so ambitioniert sind, wie der VDA zum Beispiel sagt. Und das ist ja erstmal eine paradoxe Situation. Hintergrund ist relativ einfach. Das BMU spricht der Elektrifizierung vom Individual, also vom PKW, des Wortes. Eine Position, die wir in weiten Teilen im BDEW insofern unterstützen, als dass natürlich der Aufbau der Elektromobilität ganz zentral ist. Und jetzt kommt aber die Frage, werden wir Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe mit dazurechnen und deswegen das Ambitionsniveau ansteigen? Und hier kommt wieder eine Frage dieser Balance. Wie hält man jetzt das Ambitionsniveau, das Klimaschutzziel für Sektoren und auf der anderen Seite, wofür wird Wasserstoff genutzt? Wir meinen, dass natürlich Technologieoffenheit hier eine Rolle spielt. Infrastrukturaufbau ist ein zentrales Moment, deswegen ist Elektromobilität einfach hier im Fokus. Aber sie werden im Bereich Schwerlast, bei Flugzeugen, bei Schiffen den Wasserstoff auch brauchen. Und deswegen ist hier die nationale Umsetzung, die Frage der Quoten ganz zentral. Zu dem zweiten Punkt. Also es ist ein Thema, da haben wir ja sehr, sehr lange uns auch mit dem Wirtschaftsministerium ausgetauscht über die Frage, über welchen Strombedarf sprechen wir hier eigentlich. Und 585 Terawattstunden ist, glaube ich, die Zahl, die gerade genannt wird. Die ist angesichts dessen, dass wir 10 Millionen Elektrofahrzeuge 2030 haben wollen, dass wir Sektorkopplung haben wollen, dass wir Dekarbonisierung der Industrie haben wollen, zumindest für mich mit einem großen Fragezeichen versehen. Andere Verbände haben ja gerechnet, der VCI kommt meines Wissens auf 700, Agora hat eine Zahl von 850, also auf jeden Fall alles sehr ansteigend. Jetzt würde ich das Ganze gerne so beantworten. Lassen Sie uns nicht daran festhalten, ob jetzt 585, 600, 700 oder 800 das Richtige ist. Das Entscheidende ist, und da komme ich nochmal zu meinem Punkt vom Anfang, am Ende werden wir alles brauchen. Wir werden den Ausbau der Erneuerbaren massiv brauchen. Und wenn wir den grünen Wasserstoff hier in den Fokus nehmen wollen, dann würde ich psychologisch als Wirtschaftsministerium höhere Zahlen ansetzen. Ich würde den Stromverbrauch schon deswegen höher setzen, weil es dieses 65-Prozent-Ziel deutlicher macht. 65% von 585 ist was anderes als 65% von 700. Aber am Ende vom Tag nochmal nutzen Sie die EEG-Novelle, die jetzt ansteht, um dem Ausbau hier noch mehr Schwung zu geben. Danke, Herr Hessenkämper, AfD. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage bezieht sich die erste auf die Infrastruktur und richtet sich deshalb an Dr. Bergmann. Die zweite eine Technologiefrage, deshalb an Dr. Teichmann zur Infrastruktur. Wenn ich das richtig verstehe, werden wir sukzessive Wasserstoff zunächst einmal in die Erdgassysteme zuführen, bis wir dann mehr und mehr kontinuierlich ein Gesamtwasserstoffsystem übergehen. Inwieweit ist dieser Prozess kontinuierlich darstellbar oder wann haben wir irgendwann einmal Brüche zu erwarten? Können wir zum Beispiel die Flüssiggasinfrastruktur dazu nutzen? Das geht ja neben Stellelementen bis hin zu Brennertechnologie zum Schluss. Also da ist die Frage, erwarten Sie irgendwelche abrupten Sprünge drin oder kann dies kontinuierlich die Infrastruktur weiter genutzt werden? Herr Dr. Teichmann, für Sie eine Frage. Ich komme aus dem Glasbereich. Es ist etwas dämlich, Entschuldigung, erst Strom in Wasserstoff umzuwandeln, um dann Erdgasbrenner auszutauschen, ja? Zumal Sie Glas, ich sag mal, auch vollelektrisch herstellen können. Inwieweit ist denn bewusst, dass Sie damit auch Stoff- und Produkteigenschaften verändern? Und zwar nicht unerheblich. Da hat es schon massive Probleme in der Vergangenheit gegeben bei Umstellungen von Energieträgern. Danke. Als erstes Herr Dr. Bergmann, mit der Bitte, die Frage zu teilen. Ja.
Die Frage ist, fängt man mit Beimischung an oder fängt man mit dedizierten Wasserstoffnetzen an? Wir haben mit der Industrie gesprochen und die Großindustrie kommt mit Beimischlösungen nicht zurecht und schon gar nicht mit fluktuierenden Beimischlösungen. Von daher haben wir gesagt, wir werden sukzessive einzelne Leitungen, die beispielsweise aus der LH-Gas-Umstellung frei werden, auf reine Wasserstoffleitungen umstellen. So, und das System wird sich dann schrittweise weiterentwickeln in ein reines Wasserstoffsystem. Auf der Ebene oder an der Schnittstelle zu den Verteilnetzbetreibern ergeben sich daraus wieder zwei Optionen. Das ist die Frage, ob man dabei gemischte Netze fährt oder eben auch zurückgreift, dass dort auch lokale Wasserstoffnetze entstehen. Das hängt aber zum einen von den Erzeugungsquellen ab, zum anderen hängt es natürlich auch davon ab, was die Anwender an der Stelle benötigen. Und das Wesentliche ist, mit dem Punkt Umstellung auf 100% Wasserstoffnetze erfüllen wir die Bedürfnisse der Anwender und das wird erst in Insellösungen sein, die sich dann immer weiter zu Backbones oder praktisch Autobahnnetzen dahinter ausbauend. Zweiten Teil würde ich Ihnen weitergeben, Herr Teichmann. Danke, ja. Herr Dr. Teichmann, bitte. Jawohl, ja, vielen Dank für die Frage. Das passt insofern sehr gut, weil ich erst letzte Woche bei einer Glasfirma war im Oberfränkischen. Die machen hochwertiges Glas für Parfüm und Arzneimittel. Und ich glaube tatsächlich, dass Wasserstoff da einen sehr guten Einsatz leisten kann. Natürlich ist die Erzeugung von Wärme erstmal nicht die hochwertigste Verwendung, deswegen schon andere Anwendungen wie Mobilität und direkte stoffliche Nutzung mögen schon vorgehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, diese riesigen Wärmemengen, wie kann ich die denn auch anderweitig überhaupt bereitstellen? Und natürlich kann ich auch einen Teil davon direkt elektrisch bereitstellen, das wird dort auch gemacht. Aber einen zusätzlichen Teil eben in Form von Wasserstoff anzuliefern, glaube ich, macht sehr viel Sinn, vor allem, weil ich auch Wärme auch wieder rekuperieren kann. Das heißt, auch nach dem Prozess bleibt der Wärme auf einem sehr hohen Temperaturniveau. Das heißt, die kann ich auch nochmal weiter verwenden und dadurch die Effizienz steigern. Dass es einen Einfluss auf die Qualität geben kann, ist mir auch bewusst aus den Gesprächen. Allerdings gibt es da wohl auch Hersteller von solchen Brennern und solchen Glaswannen, die genau das auch aufgreifen und entsprechend die Technologie adaptieren. Insofern bin ich da jetzt kein Experte, aber würde vermuten, dass man auch mit Wasserstoff bei entsprechend optimierten Systemen die gleichen Glasqualitäten erzielen kann wie bisher. Danke. Herr Müller, CDU-CSU. Ich hätte gerne folgende Frage von Herrn Dr. Schnettler beantwortet. Und zwar, wie schätzen Sie im Moment im Lichte der Wasserstoffüberlegung den vorliegenden RED-2-Entwurf ein? Und eine weitere Frage an Herrn Dr. Teichmann. In welchen, wenn Sie uns noch mal plastisch schildern könnten, Einsatzgebiete der Wasserstoffwirtschaft, die in relativ schneller Zeit realisierbar wären, also in einem Zeitraum von jetzt innerhalb der nächsten 5 Jahre, wo wir dann signifikante Mengen untergebracht sehen. Was wäre das aus Ihrer Sicht? Herr Dr. Schnettler, mit der Bitte auf die Zeit zu achten, damit auch Ihr Kollege noch antworten kann. Werde ich machen. Kurze Antwort auf die Frage, wie schätze ich den RED-2-Entwurf ein als nicht ambitioniert genug, wenn man bedenkt, dass wir einen wirtschaftlich tragbaren Markt suchen für die Wasserstoffwirtschaft. Haben wir die Applikation der Mobilität mit einer sehr hohen Zahlungsbereitschaft zu betrachten. Und das heißt, unter Beachtung von 1,2 Milliarden Fahrzeugen weltweit, damit ein riesiges Marktpotenzial mit einer hohen Zahlungsbereitschaft. Das sollte auch in der RED II entsprechend stärker berücksichtigt werden, also beispielsweise durch eine Unterquote für Wasserstoff oder schon die von mir erwähnten synthetischen Kraftstoffe zur Minderung der Treibhausgase. Hier würde ich den großen Entwurf drauf setzen. Und der zweite Punkt ist, die RED II möglichst schnell umzusetzen, um eine Investitionssicherheit für die Industrie zu schaffen. Danke. Danke, Herr Dr. Teichmann, bitte. Genau, Einsatzgebiete für Wasserstoff kurzfristig. Also im Grunde muss man immer versuchen, ein bisschen nach Wertigkeit zu ordnen. Und ich glaube auch kurzfristig am wertigsten ist Einsatz in der Mobilität. Da ist die höchste Preisbereitschaft da. Allerdings ist das natürlich noch ein vergleichsweise kleiner Abnehmermarkt. Nichtsdestotrotz, es gibt eine Reihe an Tankstellen, die aber mit mehrwiegend noch fossilem Wasserstoff bisher beliefert werden. Also hier gibt es die Möglichkeit, schnell Wasserstoff unterzubekommen und eben zu einer relativ hohen Preisbereitschaft. Das zweite daneben, weil das natürlich nicht ausreichend ist, ist das Thema Industrie und dort wirklich vor allem erstmal auf Industrien gucken, die heute schon Wasserstoff verwenden.
als in fossiler Form, weil die natürlich erstmal nicht den gesamten Prozess umstellen müssen, was sehr viel Investitionsbedarf hat und längere Zeiträume. Und ein gutes Beispiel sind da Raffinerien. Natürlich kann eine Raffinerie nicht von heute auf morgen, in den nächsten 5 Jahren, irgendwie komplett auf Grünwasserstoff umstellen. Das wäre auch erstmal von der Wirtschaftlichkeit gar nicht abbildbar. Es gibt aber zum Glück sehr viele Raffinerien, die großes Interesse haben, zumindest einen Teil ihres Bedarfs umzustellen. Natürlich auch, um aufzuzeigen, sie können auch nachhaltig, sie können auch emissionsfrei. Und das ist, glaube ich, gerade für die nächsten 5 Jahre was viel Sinn macht. Bestehende Nutzer, die einen Teil ihres Wasserstoffbedarfs eben substituieren durch Grünwasserstoff. Und dann erst zuletzt und damit wahrscheinlich auch in diesen 5 Jahren, die Sie jetzt genannt hatten, eher nicht realistisch sind es wirklich große weitere Verbraucher, die aber erst sich auf Wasserstoff adaptieren müssen. Und da ist zum Beispiel die Stahlindustrie zu nennen, bis da wirklich die gesamten Verfahren umgestellt sind und mit Wasserstoff statt mit Koks auskommen, ist der Zeitrahmen sicherlich deutlich länger. Aber deswegen würde ich wirklich kurzfristig auf die Industriebranchen schauen, die Wasserstoff heute schon nutzen, aber eine gewisse Preisbereitschaft mitbringen, diesen durch Grünen zu substituieren. Und da haben wir mit Raffinerien gute Erfahrungen gemacht, aber auch mit Düngemittelherstellern. Das sind immer gemessen an ihrem Gesamtenergieverbrauch relativ kleine Mengen, aber gemessen an den Mengen Wasserstoff, die es am Markt heute gibt, ist das schon mal riesengroß und damit für die nächsten 5 Jahre absolut ausreichend. Danke, Herr Professor Neumann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Baumgürtel. Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr massiv angemahnt, die fehlende Technologieoffenheit und natürlich auch die viel zu geringen Bedarfsansätze. Dann sprechen Sie davon, dass die CO2-Bilanz von Wasserstoff als Zielkriterium festzulegen sei. Ist es unter dem Aspekt des Ausbaus erneuerbarer Energien nicht noch wichtig, auch den jeweiligen Energieaufwand zu bemessen, um letztendlich dann auch die entsprechenden Mengen darzustellen? Und kurze Frage an Herrn Dr. Mattes. Sie sprechen davon, dass im Green Deal die Rolle von Wasserstoff neu bestimmt werden soll. Können Sie das noch etwas genauer bestimmen? Dankeschön. Herr Baumgürtel, bitte. Ja, ich möchte darauf gerne antworten, Herr Neumann. Ich glaube, bei den mittelständischen Anwendungen, insbesondere Prozesswärme, handelt es sich um Bereiche, die relativ schnell umzustellen wären. Zugegebenermaßen ist Wasserstoff eher derzeit nicht die Regel. Es ist nicht eingeführt als Energieträger, aber natürlich ist die Ähnlichkeit zwischen Erdgas- und Wasserstoffanwendung offensichtlich. Und ich glaube, wenn man Wasserstoff entsprechend verfügbar macht, gibt es eben viele Möglichkeiten im mittelständischen Umfeld, energieintensiven Umfeld, sehr schnell Wasserstoff mit Anlagentechnik, die jetzt auch nicht unbedingt raketenwissenschaftlich aufgebaut sein muss, umzusetzen. Also hier reden wir über die low-hanging fruits mit einer Menge an Energie, die natürlich für jede Art von Wasserstoffumsetzung interessant sein muss. Diese 200 Terawattstunden sind der aus meiner Sicht minimale Ansatz. Und selbst wenn ich das abziehe, was auch vorhin schon erwähnt wurde, im Bereich Ziegel-Klinker und im Bereich Glas haben wir es mit Oberflächen zu tun, die durch den Energieträger auch in der Qualität bestimmt werden. Aber in vielen, vielen Bereichen ist Wasserstoff einfach ein logischer Ersatz für Erdgas. Danke. Herr Dr. Mattes, bitte. Ja, mit dem European Green Deal wird ja für das Jahr 2030 werden andere Treibhausgasemissionsminderungsziele aufgerufen. Und wenn man die 55% europäisch runterbricht, egal wie man es tut, landet man immer irgendwie bei 65% für Deutschland. Bei 65% für Deutschland ist jenseits Kohleausstieg und was da noch alles passiert, ist es unumgänglich, dass wir im Bereich der Industrie erste großvolumige Emissionsminderung kriegen. Das heißt insbesondere, wenn man sich die Kapitalstockerneuerungszyklen anguckt, dann kommt da im Bereich der Stahl- und der Chemieindustrie einiges auf uns zu, weil da das Fenster dann wieder zugeht, wenn die Investitionen nicht gemacht werden, wenn der Modernisierungszyklus da ist. Wie gesagt, da lernt man dann so Begriffe wie Hochofenreise und Zustellungszeiträume. Wenn man das mal runterbuchstabiert, heißt das, dass wir einen grünen Wasserstoff im Jahr 2030 für diesen Bereich mindestens 50 bis 60 Terawattstunden braucht. Das Elektrolyseziel für Deutschland ist 5 Gigawatt, das sind 14 Terawattstunden. Das heißt, ein Viertel dessen, was wir, da sehen andere ja vielleicht mehr, aber was wir im Moment sehen, haben wir als einheimischer Produktion. Das ist der Punkt, warum ich sage, wir werden uns erstens noch ein bisschen mehr bei Elektrolysekapazität bewegen müssen. Das heißt aber auch mehr erneuerbaren Strom. Das heißt aber auch, und deswegen bin ich da so penetrant,
Wir müssen die blaue Frage noch mal klären. Und wir müssen auch die Importfrage bereits 2030 angehen. Und die ist nicht mal einfach so, weil die ist kostenintensiv, die ist regulierungsintensiv. Deswegen müssen wir uns darum kümmern. Weil ich glaube, bei 65% Emissionsminderung in Deutschland wird da sehr viel Zusätzliches kommen müssen. Und das hat unterschiedliche Facetten und das wird unterschätzt. Weil wenn sich mal die üblichen Studien angucken, dann sagen die immer ganz viel im Jahr 2050. Aber alle bis auf unsere und noch eine andere sagen immer im Jahr 2030 nichts. Und das wird nicht mehr halten. Danke. Herr Beutin, bitte. Ja, meine Frage geht an Dr. Mattes, beziehungsweise eine ganz kurze davor gestellt. Die Frage, wie sehen Sie denn angesichts dessen, dass wir so große Mengen des Wasserstoffs brauchen, den Einsatz im Verkehrsbereich und im Wärmebereich, wenn Sie das noch mal ganz kurz sagen könnten? Und die zweite Frage, wenn Deutschland jetzt mit dicken Geldbeutel ankommt und auf Importe setzt, auf Wasserstoffimporte, bestünde ja auch die Gefahr, dass in anderen Staaten dann, die beispielsweise zu Hause ihre Energiewende vernachlässigen, zugunsten beispielsweise von Kohle. Wie könnte man das verhindern? Herr Matthies, bitte. Also erstens bei der Sektorallokation. Ich sehe im Bereich der Niedertemperaturwärme jenseits von zentralen KWK-Anlagen keinen Ansatzbereich, schon aus ökonomischen Gründen am Ende des Tages. Und ich sehe im Verkehrsbereich Luftfahrt, Schifffahrt und ein wesentlicher Teil des Schwerlastverkehrs. Danach hört es bei mir aber, glaube ich, aus. Sozusagen, was Sie sagen, Exporte von Problemen, das ist so ein bisschen die Debatte, was heißt Export von Problemen? Und meine Weltsicht besteht aus der 9-3-9-3-Regelung. Wir werden für ein klimaneutrales Deutschland etwa 900 Terawattstunden Strom in Deutschland produzieren müssen. Wir werden zwischen 300 und 900 Terawattstunden Wasserstoff benötigen und wir werden 300 Terawattstunden Biomasse benötigen. Damit werden wir Klimaneutralität hinkriegen. Das heißt schon mal die ersten 900, das ist eine erhebliche Anstrengung für unser Land sozusagen. Und je mehr wir direkt elektrisch im Lande produzieren, in Klammer auf, halbwegs kostengünstig, weil man muss sich immer klar machen, wir werden in Zukunft erneuerbaren Strom für 40 Euro die Megawattstunde produzieren. Wir werden, wenn wir gut sind, Wasserstoff an der deutschen Landesgrenze für 50 Euro die Megawattstunde kriegen und das dann in Strom umzuwandeln, haben wir das teuerste Stromsystem der Welt, wenn wir anfangen, mit Wasserstoff Strom zu produzieren, den wir auch direkt produzieren können. So, im Bereich der 300 bis 900 würde ich sagen, bei 300 Terawattstunden Wasserstoff exportieren wir überhaupt nicht nach außen. Bei 900 würde ich sagen, da lassen wir ein paar Dinge sein, die man im Lande tun könnte, die man aber nicht tut. Und die 300 Terawattstunden Biomasse ist auch eine Herausforderung. Das ist auch eine Herausforderung für uns. So, das heißt, man ist bei der Importfrage. Diese Importe, da kann man sich jetzt darüber streiten, ob das 50% oder 90% sind. Da gibt es aber die Frage, wo scheint die Sonne lange und der weht der Wind? Das ist richtig. Wo werden die zweite Frage ist aber, was sind Transportkosten? Und da muss man sich immer klar machen, da wird immer leichtfertig geredet, wir kriegen die zukünftig, nicht heute, runter jenseits existierender Pipelines auf einen halben Euro pro Kilogramm. Ein halber Euro pro Kilogramm sind 15 Euro die Megawattstunde. Das heißt, allein die Transportkosten ist so viel, wie heute Erdgas am Großhandelsmarkt ist. Das heißt, wir werden da sehr über unterschiedliche Kreise der Herkunftsregion reden müssen. Und wenn man Transportkosten, das ist ein bisschen anders für flüssige synthetische Kohlenwasserstoffe, aber für Wasserstoff, es werden wir allein aus Transportkostenproblemen gebunden sein am Ende des Tages, nicht nach Australien oder Chile oder sonst wo, sondern wir werden gebunden sein an andere europäische Staaten. Stichwort Norwegen, Stichwort Spanien. Da sehe ich sozusagen dieses Problem nicht so groß. Die sind im gleichen Verbund und so weiter. Wir haben zweitens den Mittelmeerraum. Da sehe ich massive Probleme bei der umfassenden Nachhaltigkeitsbewertung. Da werden wir uns frühzeitig drum kümmern müssen. Und wir haben den Nahen Osten. Da gibt es ein sicherheitspolitisches Problem, ist wahrscheinlich eher nicht so ein soziales Problem etc. etc. Das heißt, wir werden uns da sehr zielgerichtet angucken müssen, was sind die Herausforderungen in diesen drei Kreisen. Europa müssen wir Klimaneutralität sichern, den Rest, da haben wir einen ausreichenden Rahmen. Für den Mittelmeerraum müssen wir die Nachhaltigkeitszertifizierung angehen und angucken, wie es geht. Und für den Nahen Osten steht wieder die Klimaneutralität im Vordergrund. Deswegen finde ich, kann man nicht über den Export reden, sondern wir müssen über differenzierte Wege reden und da gibt es differenzierte Antworten. Danke. Herr Helfrich, bitte, CDU-CSU.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal Professor Schnettler zum einen die Gelegenheit geben, die Frage von vorhin zu vervollständigen, den Punkt 2, Punkt 3. Wenn Sie mehr Zeit brauchen, nehmen Sie sich die bitte. Das Thema war EEG-Befreiung der Elektrolyse, wie sie ausgestaltet sein soll. Und würde dann im Übrigen noch ergänzen wollen, die Frage, welche Art der Förderung bei den Pilotprojekten aus Ihrer Sicht am erfolgversprechendsten sein wird. Herr Dr. Schnettler, bitte. Ja, herzlichen Dank. Dann komplettiere ich mein Thema zu den zur EEG-Umlandbefreiung. Also wichtig ist, um Investitionssicherheit für die Investoren dann auch zu bieten, dass die Ausgleichsregelung nicht jährlich beantragt werden muss, sondern wir reden über Größenordnung 100 Millionen plus an Investitionen. Das heißt, es muss mindestens über einen Zeitraum von 10 Jahren, oder sollte mindestens über 10 Jahre erfolgen. Dann sollte der Gesamtstrom der Elektrolyse von der EEG-Umlage befreit werden, also jetzt nicht nur der Stromverbrauch des Elektrolyseurs. Und drittens ist auch ganz wichtig, dass zumindest für den Übergangszeitraum auch die Einspeisung von Wasserstoff in das öffentliche Gasnetz abgewägt werden soll, das heißt einen bilanziellen Betrag. Der zweite Teil der Frage war welcher, das konnte man hier schlecht verstehen. Also, welche Art der Förderung bei den Pilotprojekten, die jetzt anstehen, aus Ihrer Sicht zielführend ist? Okay, also die Fragestellung geht eindeutig in Richtung einer Großskalierbarkeit. Große Projekte haben gerade bei den ersten Projekten ein sogenanntes Frontrunner-Risiko. Nicht nur das technologische, sondern auch das wirtschaftliche Risiko bei ersten Großprojekten muss abgemildert werden. Das kann man machen über eine entsprechende CAPEX-Unterstützung. Und was aber aus unserer Sicht noch wichtiger ist, über verbindliche Abnahmen. Das heißt, wir schaffen Märkte und nicht unbedingt Subventionen. Dort sollte man den Fokus drauf legen. Es hat sich bei den Gesprächen mit vielen Industriepartnern gezeigt, dass insbesondere die Abnahmegarantie heute nicht möglich ist und damit Projekte, die durchaus in der Pipeline sind, damit nicht finanzierungsfähig sind. Das ist ein rein finanzielles Problem. Zweiter Punkt, wenn die Finanzierung gesichert ist, dann haben die ersten 1, 2, 3 Großprojekte, insbesondere in Deutschland, haben einen Finanzierungsnachteil durch die erste Anwendung. Bereits das zweite Projekt und dritte Projekt von der Technologie wird Economy of Scale Effekte haben, die in der Größenordnung von 15-20% von einem Kostenvorteil da zu bewerten sind. Das heißt also im Prinzip, die ersten Projekte sollten neben der Abnahmegarantie auch eine CAPEX-Förderung haben. Vorhin kam nochmal der Hinweis, wir sollten von den Reallaboren weggehen. Das ist sicherlich richtig, gleichzeitig aber auch falsch. Leider hatten wir es nicht geschafft, in Deutschland ein Reallabor großteilig umzusetzen. Und die fehlen uns heute als Beleg, dass diese Technologie auch langfristig tragbar ist, insbesondere bei Gesprächen im Ausland. Das heißt, hier plädiere ich dafür, dass wir möglichst schnell großskalige Pilotprojekte umsetzen. Danke. Danke. Herr Krischer von den Grünen, bitte. Ich habe eine Frage an Herrn Mattes und dann noch eine an Herrn Rakwitz. Herr Mattes, ich habe Sie eben so verstanden, dass Ihre Priorität ist, den Wasserstoff, der knapp und teuer im Moment ist, grünen Wasserstoff, den vor allen Dingen in der Industrie einzusetzen. Was wäre das entsprechende Instrument, um da voranzukommen? Und an Herrn Rakwitz einfach die Frage, wo sehen Sie die Priorität und mit welchem Instrument in dem Sektor dann zu fördern? Herr Dr. Mattes, bitte. Ich glaube, man muss vorweg eine Sache sagen, dass man bei der Frage der Sektorallokation drei Fragen stellen muss. Sollte man, kann man, muss man? Und ich glaube, man sollte, man kann in Grenzen. Und die Frage ist, wie kann man es tun? Wir können Sektorallokation machen über die Förderinstrumente, die angesichts der Kosten von Wasserstoff in jedem Fall möglich notwendig sein werden. Auf der Seite der Investitionen, auf der Seite der Wasserstoffsubventionierung, eventuell sogar auf der Seite der Output-Subventionierung. Das ist der erste Hebel, den man hat. Und der zweite Hebel, den man hat, ist die Infrastrukturentwicklung.
An diesen beiden Fragen entscheidet sich's. Und da bin ich sehr klar dafür, dass angesichts der Kapitalstöcke in den nächsten Jahren ein klarer Fokus ist auf den Bereich der Stahlindustrie und der Chemieindustrie insbesondere, weil da sehr große Erneuerungsinvestitionen anstehen, wo man das modular hochfahren muss und wo man auch in jedem Fall im Bereich der Förderung ist und wo man, Herr Bergmann, in jedem Fall im Bereich der Infrastruktur ist, weil da werden die Pipelines hingelegt. Dann bin ich unsicher beim Schwerlastverkehr. Da würde ich sagen, da haben wir technologieneutrale Anreizmechanismen über die Flottenverkaufsgrenze. Und wenn wir 100 Tankstellen an die zentralen Transitrelationen stellen, hätten wir da auch was geschaffen. Und dann wird der Markt das zeigen. Wo ich energisch noch mal sagen muss, ich halte die 17. BIMSCHV als Anreizinstrument für total überbewertet, wenn Sie sich die Mechanik angucken, also diese sogenannte RED2-Umsetzung. Das wird nur in Grenzen wirklich zu was führen. Aber wir haben genug Instrumentarium, um diese Sektorallokation im Bereich Eisen und Stahl und im Bereich Schwerlastverkehr zu machen. Bei allen anderen Dingen sollten wir uns stark zurückhalten. Danke. Herr Rakwitz, bitte. Ja, dieselbe Frage. Bezüglich der Sektoren sehe ich es ganz genauso. Ich denke, wir sollten uns langfristig konzentrieren auf die Sektoren, wo Wasserstoff letztendlich alternativlos ist. Und das sind eben die Industriesektoren, Stahl, Chemie und beispielsweise auch kurzfristig große Mengen können in der Ammoniakproduktion genutzt werden. Was sind die Schritte? Erster Schritt, dass man die Demonstrationsprojekte voranbringt, die notwendig sind. Das schafft Experimentierräume, das ermöglicht die Skalierung und das ermöglicht den ersten Ausbau der Infrastrukturen. War schon genannt, wir brauchen dezidierte Wasserstoffinfrastrukturen und das kann man in den Demonstrationsprojekten machen. Wir brauchen auch Erfahrungen mit Systemintegration, beispielsweise von Elektrolyse und den Industrieanlagen. Wir sollten die Instrumente nutzen, die auch europäisch kurzfristig zur Verfügung stehen. Ganz wichtig hier sind Important Projects of Common European Interest für sozusagen die ersten Großanlagen oder ETS Innovation Fund. Und ich wäre auch hier auf der Seite, dass man Wasserstoff inputseitig beanreizen sollte. Das heißt, zu einem fixen Preis zur Verfügung stellen, indem man beispielsweise Auktionsmechanismen nutzt, um Wasserstoffherstellung zu beanreizen und dann der Industrie zur Verfügung zu stellen. Alternative Instrumente, die interessant sind und heute viel diskutiert werden, sind eben sowas wie Carbon Contracts for Difference. Die sind interessant konzeptionell, sind aber regulativ extrem komplex und aufwendig und führen zu einer Informationsasymmetrie zwischen Regulierer und Industrie. Und daher wäre ich auch momentan auf der Stelle inputseitig Wasserstoff zu fördern und zu anreizen. Danke, Herr Rimkus, SPD. Dankeschön. Frau Jansen, wenn man sich von der Frage leiten lässt, wie denn Wertschöpfung sozusagen entlang der gesamten Wertschöpfungskette betrieben werden kann, kommt der Arbeitnehmerseite, diejenigen, die sozusagen ein hohes Interesse daran haben, dass Zukunftsarbeitsplätze heute neu gedacht werden, aber auch krisenfest und mit hoher Tarifbindung entstehen können, sozusagen an der gesamten Kette, von der Elektrolyse bis zum fertigen Produkt. Es gibt eine Idee, dass man Kraftstoffe anrechenbar macht in Regulierungsfragen. Es gibt eine zweite Idee, dass man grünen Stahl anrechenbar macht. Vor dem Hintergrund, dass es Ideen gibt, wie muss konkret eine EEG-Förderung aussehen, wie muss konkret die nationale Umsetzung der RED2 aussehen, um genau diese Punkte zu erreichen, dass wir dann auch tatsächlich Produkte im Markt sehen, die eben kein Carbon Leakage mehr bedeuten, sondern wo eben eine gute Produktion zu einem guten Produkt führt, mit einer hohen Stabilität für den Arbeitsmarkt. Danke. Frau Jansen, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat ist es so, dass wir als IG Metall natürlich auch die komplette Wertschöpfungskette sehen. Und da spielt auch die Sektorkopplung eine ganz wichtige Rolle. Also ich nenne Ihnen ein Beispiel, wenn wir beispielsweise CO2 direkt abscheiden, das versetzen eben mit grünem Wasserstoff, dann entstehen dann irgendwann Power-to-Liquid, Power-to-Gas-Kraftstoffe. Damit hat es zum Beispiel eine Firma wie MAN Energy Solutions schon geschafft, ein Containerschiff sozusagen umzurüsten, sodass sie eben mit einem, ich glaube, Viertakt-Fuel-Motor, fragen Sie sich bitte nicht nach dem konkreten Begriff, dass sie es aber geschafft haben, da schon ein Containerschiff so umzurüsten, dass es eben mit sehr viel weniger Emissionen fährt, als das normalerweise der Fall ist. In Häfen ist das ja auch ein ganz großes Problem und generell in der Frachtschifffahrt.
Insofern ist das da ein wichtiger Punkt. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Antriebe von Flugzeugen beispielsweise. Auch da gibt es ja entsprechende Überlegungen, wie man das ersetzen kann. Und dann komme ich nochmal zurück auf das Thema grüner Stahl. Wir haben, glaube ich, bei dem Thema Stahl einen ganz wichtigen Hebel. Das wurde auch gerade schon mal angesprochen. Wir haben mit dem Stahl natürlich dann einen sehr großen Nachfrage. Das heißt also, wir haben hier eine entsprechende Nachfrageerzeugung, die sich dann auch für den Heimatmarkt eventuell lohnen würde, die eine entsprechende Nachfrage dann auch erzeugt. Und insofern ist es wichtig, dass wir da die entsprechende Infrastruktur schaffen. Ein Beispiel, weil ich da am nächsten dran bin, bei ThyssenKrupp in Duisburg ist es so, dass da bis jetzt in einem Hochofen von den insgesamt 24 Düsen in einer Düse im Moment Wasserstoff eingeblasen wird. Das ist auch unter den ThyssenKruppianern das sogenannte Wasserstöffchen. Das heißt also, wir brauchen da einen erheblichen Ausbau der Infrastruktur, um natürlich Wasserstoff auch so liefern zu können über Pipelines und über andere Wege, die es eben ermöglichen, dass da kein LKW vorfährt, der dann eben den Wasser, also sozusagen diesen Hochofen mit Wasserstoff betankt. Also insofern ist das, glaube ich, enorm wichtig, dass wir das Ganze tatsächlich auch größer denken, dass wir wegkommen von den Pilotprojekten, dass wir das hochskalieren können, um dann eben auch die entsprechenden Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist sozusagen das von Infrastrukturseite und Sie haben es angesprochen, als Arbeitnehmervertreterin ist es natürlich da auch wichtig, die Leute entsprechend mitzunehmen. Also ne, im Bereich von Kraft-Wärme-Kopplung, Sie hatten das gerade gesagt, Frau André, ist es natürlich auch so, dass da auch auf den ganz normalen Handwerker, auf den klassischen Mittelständler, der heute auch schon angesprochen worden ist, natürlich nochmal ganz andere Anforderungen zukommen, was das Berufsbild angeht. Das ist genauso wichtig natürlich für den Stahlkocher, der auf einmal mit anderen Materialien da arbeiten muss und so weiter. Also das heißt, auch da wäre es uns wichtig, dass da die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitgenommen werden, dass die eine entsprechende Schulung bekommen und Beratung, damit die da eben nicht hinten überkippen. Danke. Herr Helfrich von der CDU-CSU. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Dr. Teichmann. Und zwar einmal, worin liegen die Stärken deutscher Unternehmen im Bereich Wasserstoff und wie kann hieraus eine führende Rolle der deutschen Wirtschaft erreicht und gefestigt werden? Und ich würde gerne vielleicht noch, weil ich nur Sie frage, die Frage etwas jenseits der Industriepolitik nochmal erweitern wollen. Es gibt ja auch so Diskussionen darüber, wie man mit bestimmten Instrumenten, Wasserstoffbank etc. pp. Sozusagen auch den Standort Deutschland, also nicht nur technologisch, industriepolitisch mit dem Thema Wasserstoff. Wenn die Teilnehmer, die uns zugeschaltet sind, einfach bitte das Mikro ausschalten könnten. Also die Frage, was können wir tun für den Wasserstoffstandort Deutschland jenseits reiner Industriepolitik? Welche Ideen gibt es dort? Herr Teichmann, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, ich glaube tatsächlich, dass eine Reihe an deutschen Unternehmen recht starke Positionen haben, was auch daher kommt, dass viele schon seit Jahrzehnten auch forschen an Wasserstoff, mit vielen Auf und Abs, wie wir alle wissen. Gab also auch schon viele Rückschläge und bei manchen Technologien auch wiederum ist Deutschland heute nicht vorne dran, beispielsweise Massenfertigung Brennstoffzellen, PKWs oder generell Mobilität. Das wissen wir alle, das sind durchaus asiatische Konzerne ein Stück weiter. Trotzdem, glaube ich, gibt es gerade einige Bereiche, auch sehr wichtige Bereiche, wo viele deutsche Firmen vorne dran sind, im Bereich Elektrolyse beispielsweise, im Bereich eben verschiedene Technologien, wie man Wasserstoff speichern kann, synthetische Kraftstoffe herstellen kann, Wasserstoff transportieren kann. Also ich glaube tatsächlich, dass die Ausgangslage gut ist, sehr gut ist. Und zum anderen glaube ich eben, dass jetzt auch die Aktivitäten nicht nur in Deutschland durch die Wasserstoffstrategie, sondern eben in Europa auch durch die europäischen Vorhaben da auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, man muss Wasserstoff aus meiner Sicht so zumindest mal europäisch, wenn nicht noch darüber hinaus denken. Und da ist natürlich das Thema auch, wie man auch Förderung platzieren kann. Das Thema IPCEI wurde vorhin schon mal erwähnt, diese Important Projects of Common European Interest, ist also ein Förderschema von der EU, was, glaube ich, auch vielen deutschen Firmen sehr helfen wird, weil es nämlich da genau darum geht, wie kann man solche skalierten Wasserstoffinfrastrukturen betreiben und eben nicht nur durch eine, sage ich mal, anteilige CAPEX-Förderung, was so das normal reguläre wäre, sondern eben auch diesen Gap, den es sozusagen im Betrieb gibt, diese Lücke, die noch rot ist, wie kann ich die eben fördern? Da will dieses IPCEI eben genau einen Ansatz liefern. Deutschland hat sich auch im Rahmen jetzt der Ratspräsidentschaft bereit erklärt, da eine wichtige Rolle zu spielen. Das halte ich für ganz essentiell. Genau, also insofern gibt es da viele tolle Firmen. Ich glaube, ein ganz entscheidendes Thema aus Richtung der Politik ist das Thema Technologieoffenheit.
Also ich glaube, es ist ein komplexes Puzzle, an dem wir da bauen und keiner weiß genau, wie es aussehen wird und welche wieder die Märkte und Technologien sich entwickeln. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sie nicht vorfestzulegen auf irgendwie einzelne Technologien, sondern eben auch breit technologieoffen Dinge zu fördern. Und dann, glaube ich, sind da auch viele deutsche Firmen als Ausrüster ganz vorne mit dabei. Und jetzt zu Ihrer zweiten Frage noch zum Thema, wie kann man sonst das Ganze noch vorantreiben? Also tatsächlich ist schon mit das Schwierigste die gerade erwähnte Frage, wie kann ich eigentlich solche Projekte finanzieren, wie kann ich sie bankable machen? Und da hatte, glaube ich, auch Professor Schnettler vorhin schon ein paar Ansätze genannt zum Thema Abnahmegarantien. Aber da gibt es auch Konzepte eben im Rahmen des ETS Innovation Fund zum Beispiel auf EU-Ebene. Also ich muss gestehen, da habe ich jetzt nicht ein ganz konkretes Konzept, was ich Ihnen nennen könnte, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein wesentlicher Teil der Herausforderung ist. Weil ich glaube, es sind genügend Firmen da, die haben Technologien, die wollen investieren. Nur zu investieren braucht man immer die Rahmenbedingungen. Die sind zum einen regulatorisch, aber die sind zum anderen eben auch, wie kann ich es finanzieren, wie bekomme ich es bankable, wie kann ich eben auch diesen Gap beispielsweise schließen. Danke. Herr Cotri, bitte. Ja, meine Frage geht an Herrn Professor Rackwitz und an Herrn Dr. Mathisen. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Also wenn die nationale Wasserstoffstrategie kommt, wenn wir also die Volkswirtschaft umbauen und Wasserstoff nutzen, dann würde die Tonne CO2 mit 100 bzw. 150 Euro belastet werden. Und dann, wenn dem so ist, was bedeutet das volkswirtschaftlich? Was bedeutet das im sozialen Bereich für die Kosten der Produkte, die ja dann automatisch insgesamt teurer werden? Herr Dr. Rackwitz, bitte. Naja, also die Belastung von CO2-Emissionen durch CO2-Preis ist jetzt nicht ein Ergebnis der nationalen Wasserstoffstrategie, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Also einen CO2-Preis braucht man als effektives Allokationsinstrument zur Emissionsminderung. Und ganz unabhängig davon, welche Rolle Wasserstoff in dem System spielt, wird ein hinreichender CO2-Preis notwendig sein, um letztendlich entlang der Merit Order der Vermeidungsoptionen die Minderung zu ermöglichen. Und Wasserstoff ist dann innerhalb dieser Merit Order eben eine Option, die, um vernünftig sozusagen wettbewerbsfähig zu sein gegenüber Erdgas, eben erst ab einem CO2-Preis von 100, 150 Euro wahrscheinlich darüber zum Einsatz und wettbewerbsfähig wird. Und insofern ist der CO2-Preis ein sehr effizientes Instrument, um allokative Effizienz zu ermöglichen und damit die Kostenanstiege für die Verbraucher zu minimieren. Und insofern wird dadurch der Kostenanstieg auf dem niedrigsten möglichen Niveau gehalten. Und wir sehen ja letztendlich, wenn man jetzt für die Verbraucher oder industriepolitisch denkt, hat man ja die zwei Seiten der Medaille, letztendlich eine Erhöhung der Wertschöpfung durch innovative Technologien, die dem deutschen Verbraucher zugutekommt. Und natürlich, dieses muss durch das Preissignal aller CO2-Preis unter anderem mit angereizt werden. Aber, danke, Herr Dr. Mathis, bitte. Ja, Mathis, nicht Mathisen. Sozusagen der CO2-Preis, den wir für Kostenparität brauchen, da beißt die Maus keinen Faden ab, der ist in den Bereichen zwischen 100 und 150 Euro pro Tonne CO2. Das werden wir aufrufen müssen. Das ist einer der Gründe, warum ich strikter Gegner von einheitlichen CO2-Preisen über die gesamte Volkswirtschaft bin. Weil es hat überhaupt keinen Sinn, mit 150 Euro auf die gesamte Volkswirtschaft zu schießen, wo in vielen Bereichen niedrigere CO2-Preise notwendig werden, sondern wir müssen mit diesen 150 Euro, das kann man ja über Bepreisung machen, das kann man aber über Subventionen machen, gezielt auf die Sektoren zu zielen, wo wir das brauchen werden. Weil dann wird die Belastung der Volkswirtschaft und der Kunden minimiert. Das ist die Verteilungsfrage, die man da aus meiner Sicht lösen muss und auch lösen kann. Es ist völlig klar, dass die Dekarbonisierung der Eisen- und Stahlindustrie und großer Teile der Chemieindustrie den oberen Rand der Vermeidungskostenkurve markiert. Und den muss man separat adressieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da ein aufgeklärtes Bild sozusagen für die Verteilungseffekte kriegt. Wir haben jede Menge berühmte Volkswirtschaftsprofessoren, die sagen, wir wollen mit einem einheitlichen CO2-Preis auf die gesamte Volkswirtschaft schießen. Das ist in diesem steilen und teuren
teuren Teil der CO2-Vermeidung nicht sinnvoll aus Sicht der sozialen und anderen Belastung. Wenn wir das auf die 50 Millionen Tonnen, 60 Millionen Tonnen machen, wo man diese Option braucht, dann sind die Verteilungseffekte beherrschbar. Danke. Herr Friese, SPD, bitte. Ja, ich habe sehr genau zugehört, Herr Mattes, insbesondere bei der Frage Wasserstoff speichern und zu Strom umwandeln. Ich habe bei mir ein Projekt, wo genau das passieren soll, und habe in den letzten Wochen Ingenieure bei mir gehabt, die Solarparks bauen wollen, Wasserstoff aus Überschussstrom und dann Wasserstoffkraftwerk bauen wollen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, halten Sie das für nicht sinnvoll, nicht machbar, nicht wünschenswert, wahrscheinlich aus Kostengründen oder aus technologischen Gründen. Das ist das eine. Das zweite ist dann die gleiche Frage an Frau André. Wie sehen Sie das unter dem Gesichtspunkt der Überschusskapazitäten von 400.000-500.000 MW installierter regenerativer Leistung, die wir haben werden, unter dem Gesichtspunkt von Netzstabilität und Preisstabilität und wie auch immer, ist es doch sinnvoll, Wasserstoffkraftwerke zu bauen, Wasserstoffkraftwerke, die mit Solar- und Windstrom dann betrieben werden. Herr Dr. Mattes, bitte. Ja, der sogenannte Überschussstrom, den wir jetzt im Moment mit 5 Terawattstunden haben, mal gucken, wie viel es in Zukunft dann wird, weil da konkurrieren ja auch flexible Verbraucher, der hat einen Vorteil, dass er relativ billig zur Verfügung steht. Der hat den großen Nachteil, dass er auch längerfristig im Jahr vielleicht so für heute unter 1.000 Stunden in der Zukunft mit 2.000 oder 3.000 Stunden ausgelastet wird. Und da hat man sozusagen niedrige Inputkosten, aber die Annuität der Investition ist ein Albtraum. Das heißt, wir werden das bekommen als ein teures Nischensegment zur Ausbalancierung des Stromsystems. Das wird aber teuer. Das wird richtig teuer und das wird keine Erzeugung für den Massenmarkt. Das wird allein eine Option sein, um, wenn wir irgendwann mal in Größenordnungen Überschussstrom, Klammer auf, immer in 3.000 Stunden produzieren, dann muss die Investition sozusagen in 3.000 Stunden refinanziert werden. Und da spielen dann Investitionskosten eine riesengroße Rolle. Von daher würde ich sagen, das ist ein Teilsegment, ein teures Nischensegment zur Ausbalancierung des Stromsystems. Ansonsten für den Massenmarkt ist das keine Alternative zur direkten Stromerzeugung und so weiter. Es ist ein Ausbalancierungsinstrument, aber teuer, teuer, teuer. Und das bleibt auch teuer, teuer, teuer. Danke, Frau André. Also Überschussstrom ist natürlich immer nur so lange Überschussstrom, solange ich auch keine Netze habe, die diesen Strom abtransportieren. Das möchte ich voranstellen, weil wir ja immer noch das Thema des Netzausbaus von Nord nach Süd haben. Aber ohne Zweifel spielt die Frage der Speicherbarkeit an der Stelle eine wirklich zentrale Rolle. Der Kostenpunkt ist wichtig, der ist wirklich zu berücksichtigen, ob es so bleiben muss oder ob welche Skalierungsmöglichkeiten und damit auch Kostensenkungspotenziale denkbar sind. Das würde ich ein bisschen offener beantworten als Felix Mattes. Da haben wir einfach Erfahrungen gesammelt, auch mit dem Ausbau der Erneuerbaren in den letzten 20 Jahren, die da auch Entwicklungen haben möglich machen lassen, die wir zu Beginn des Ausbaus nicht für denkbar gehalten haben. Aber es ist ein Teil, aber nicht der Teil der Wasserstoffstrategie. Danke. Dr. Pfeiffer, bitte, CDU-CSU. Ja, vielen Dank. Wir kommen ja leider schon dem Ende entgegen. War bisher sehr spannend. Ich will noch mal fragen an Bergmann und an Professor Schnettler. Noch mal zusammenfassend, wir brauchen, haben wir jetzt von allen ja gehört, riesige Mengen. Wir brauchen wettbewerbsfähige Preise. Wir müssen ein Systemgedanken nahe treten und nicht nur jetzt einzelne Dinge machen, dass wir Wasserstoff jetzt produzieren, egal welcher Farbe. Und deshalb mal von Ihnen vielleicht noch mal die Top 5 Prioritäten, die wir jetzt in der Regulierung vornehmen müssen. National Alleingang macht auch keinen Sinn, haben wir gehört, sondern welches müssen wir da dann auch europäisch jetzt vornehmen, die Top 5, dass wir die Dinge so in Gang bekommen, so wie es sich jetzt in den letzten 1,5 Stunden hier abgezeichnet hat. Danke, Herr Dr. Bergmann, bitte. Ja, Top 1 Priorität Wasserstofftransport wie Erdgastransport behandeln, weil wir ohne
ein öffentlich zugängliches Netz auch keinen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland sehen werden. Das Zweite ist, wir haben eine Reihe von Konjunkturmitteln jetzt aus dem Corona-Paket. Die müssen wir an der Stelle intelligent einsetzen, nicht nur im Bereich der Infrastruktur, sondern auch im Bereich der Erzeugung und Anwendung. Dabei ist aber auch wichtig zu sehen, dass viele Projekte nicht nur ihre Investitionen nicht verdienen, sondern mit jeder Laufstunde auch negative Ergebnisse produzieren. Das heißt, die Betriebskosten werden nicht gedeckt. Da bin ich bei Herrn Mattes. Um in diese Lernkurve zu kommen, der Kostendegression, werden wir ein Instrument brauchen, um das eben entsprechend anzureizen, dass trotzdem solche Investitionen sind, weil über die industrielle Skalierung wird sich dann auch entsprechend der Kostenlerneffekt einstellen. Ja. So, und wir brauchen in allem eine Planungssicherheit dahinter. Vorhin wurde das auch mit den Reallaboren angesprochen. Die Reallabore helfen nur so lange, wie die Laufzeit der Reallabore ist. Wenn ich an den Rahmenbedingungen da nichts machen werde, werden am Tag 2 nach auslaufender Reallabore die Hälfte der Reallabore höchstwahrscheinlich abgeschaltet. Herr Schnettler, mit Blick auf die Zeit, wenn Sie ergänzen möchten. Ja, und zwar vielleicht, das Erste ist Märkte schaffen. Also das ist das Wesentliche, das heißt schnelle Umsetzung der Wasserstoffstrategie. Und damit hatten wir wieder die Themen von vorhin mit den entsprechenden Förderungen, um Investitionssicherheit für die Investoren, für die Industrieunternehmen zu schaffen. Technologieoffenheit, ganz wichtig. Wir hatten jetzt Wasserstoff in mehreren Farben diskutiert. Langfristig definitiv rein-grün. Ich glaube, das ist unser aller Ziel, um relativ schnell niedrige Kosten und große Verfügbarkeit zu haben, sicherlich auch die blaue Technologie, Optokies und so weiter, dann rechtzeitig zur Verfügung steht, wird dann der Markt und der Wettbewerb zeigen. Dritter Punkt ist, wir müssen ganz schnell ganz groß werden. Wir dürfen nicht über kleine oder Kleinstanlagen dezentral reden. Also wenn ich höre, wir reden hier über eine dezentrale Erzeugung, ich sag mal, oder Nutzung in Haushalten, dann ist das nicht Sinn und Zweck einer nationalen Wasserstoffstrategie. Und die Reallabore, wenn wir jetzt über 100 Megawatt reden, dient eigentlich letztendlich dazu, um schnell die Technologie zu zeigen, Kosten runterzubringen, also Absicherung und Cost Down. Und letzter Punkt, wir müssen sehen, dass wir nicht nur Deutschland betrachten, ist viel zu klein. Wir müssen international schauen, das heißt also, wir müssen über Import reden, wir aber auch über Export. Und wenn ich sage Export, dann ist es die Technologie und das Ganze bei einem richtigen Rahmenbedingungen, also Förderregime. Danke. Danke. Als nächstes Herr Theurer von der FDP. Ja, vielen Dank. Meine erste Nachfrage richtet sich an Herrn Baumgürtel. Sie haben davon gesprochen, dass der Mittelstand einiges anzubieten hätte und das sicherlich auch gerne in den entsprechenden Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums einbringen würde. Wo sehen Sie da die Potenziale? Eher bei den Anwendern, bei den Energieverbrauchern oder auch bei den Herstellern von Wasserstoff oder beim Anlagenbau? Vielleicht könnten Sie das noch mal präzisieren. Meine zweite Frage richtet sich an Frau Janssen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme von Seiten der IG Metall deutlich gemacht, dass Sie einer EU-Wasserstoffstrategie, wie wir sie in unserem Antrag fordern, und einer Skalierung der Herstellung von Wasserstoff sehr aufgeschlossen oder positiv gegenüberstehen. Insgesamt spricht ja der Vorsitzende der IG Metall im Zusammenhang mit der Elektromobilität von der Gefahr, dass bis 2030 über 400.000 Arbeitsplätze gefährdet sein könnten. Müssten die Gewerkschaften hier nicht stärker das Wort erheben, um zum Beispiel durch die Anrechenbarkeit synthetischer Kraftstoffe und durch eine großindustrielle Produktion von günstigem grünen Wasserstoff das Wort reden, um diesen Arbeitsplatzverlust abzufedern und Carbon Leakage zu verhindern? Danke. Als erstes Herr Baumgürtel, bitte. Ja, ganz kurz auf Ihre Frage. Also ich vertrete hier tatsächlich die industrielle Anwendung und darauf möchte ich mich auch konzentrieren. Wenn ich die Prozesswärme betrachte insgesamt, über die Zahlen haben wir ja schon gesprochen, dann reden wir hier über ein Dekarbonisierungspotenzial. Das liegt in Schlagweite dessen, was die gesamte deutsche Stahlindustrie, je nachdem wie man rechnet, betrifft. Also das ist massiv und es ist machbar.
Wir müssen sicherlich durch den Markthochlauf hindurch. Ich bin aber dagegen zu sagen, man kann jetzt einige Sektoren rausnehmen, weil die nicht so wichtig wären. Und andere sind dafür wichtiger. Das ist so das Übliche, was auch dem Mittelstand zu häufig widerfährt. Die Verteilung der Interessen über zu viele Schultern, das nimmt man dann vielleicht nicht so ganz so wahr. Wenn man mal aber ein Summenzeichen dahinter setzt, dann sieht man tatsächlich, worum es hier geht, auch im Hinblick auf Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze im Übrigen. Also ich glaube, dass die Anwendungsseite tatsächlich betrachtet werden muss, intensiv betrachtet werden muss. Ansonsten würde ich zur Entspannung mahnen, was Regulatorik im Vorfeld angeht, oder auch tatsächlich Eingriffe, bevor man überhaupt weiß, was rauskommt. Der Markthochlauf wird ruppig und mit Sicherheit wird es da an der einen oder anderen Stelle auch Regeln geben oder auch Instrumente, um tatsächlich etwas anzuschieben, aber nicht nur für einige, sondern bitte für alle. Mein Plädoyer ist Wasserstoff für alle. Ich bin auch sehr dabei, großzügig zu denken, vor allen Dingen, sofern es noch nicht tatsächlich mit konkreten Marktzahlen hinterlegt ist. Aber ich glaube, wir können uns erlauben, das Ganze etwas größer zu denken und dafür dann auch wirklich alle mitzunehmen. Danke. Frau Janssen, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Theurer. In der Tat ist es so, dass unser Vorsitzender davor gewarnt hat, dass Arbeitsplätze verloren gehen durch den Markthochlauf eben auch von E-Mobilen. Das hat aber natürlich relativ wenig mit dem Thema Wasserstoff sozusagen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir uns ja generell bei einer Dekarbonisierungsstrategie darauf verlassen, dass wir im Bereich E-Mobilität, im Pkw-Bereich, meinetwegen auch im Busbereich, da besser unterwegs sind, also als reine Wasserstoffautos sozusagen zu fördern. Das hat aber auch den Grund, weil natürlich e-mobile Autos alleine von den Motoren her, von den ganzen Teilen her, also aus wesentlich weniger Teilen sozusagen bestehen. Also das heißt, da wird es sowieso dazu kommen, dass dort Arbeitsplätze abgebaut werden, sich aber natürlich auch verändern werden. Das ist eben eine industriepolitische Frage. Und auf der anderen Seite, wir sind durchaus dafür, dass man Brennstoffzellenfahrzeuge auch dementsprechend einsetzt. Nur die Frage ist dann natürlich, wie effektiv ist da der Einsatz von Wasserstoff tatsächlich, weil wir da der Ansicht sind, da sind die Verluste sozusagen zu groß. Es wird dann auch ein zu teurer Prozess. Ich glaube, das hat Herr Mattes ja auch schon sehr deutlich gemacht. Und insofern würde ich da einer Mindestquote sozusagen nicht zustimmen. Ich glaube aber in der Tat, dass wenn ich das noch zu Ende sagen darf, dass wir hier ja nicht das Ende der Entwicklung erreicht haben. Danke. Herr Bleser, CDU-CSU, bitte. Herr Dr. Mattes, Sie haben interessante Aussagen gemacht. Sie meinten, dass man mit 5 Cent Transportkosten pro kW rechnen müsse. Das wäre quasi eine Verdoppelung der Kosten der hiesigen Erzeugung und der direkten Nutzung vor Ort. Um jetzt die Strategie richtig auszulegen, würden Sie die Priorität auf internen Ausbau legen oder eher auf Schaffung von Importmöglichkeiten? Und Frau André, vielleicht könnten Sie mal Ihre Einschätzung noch zum Besten geben, wie viele Anteile wir mit nationalem Ausbau, Offshore, Onshore, Photovoltaik maximal schaffen könnten. Danke. Herr Mattes, bitte. Ja, also nochmal zur Vermeidung von Missverständnissen. Also mein Zielwert für den internationalen Antransport von Wasserstoff nach Deutschland, mein Zielwert wäre ein halber Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Das sind ungefähr 15 Euro die Megawattstunde unterer Heizwert. Da mit dieser Zahl können die meisten von uns mehr anfangen. Das sind 15 Euro die Megawattstunde, 0,5 Euro pro Kilogramm H2. Wir sind im Moment bei Langstreckenimport, wenn wir nicht vorhandene Pipelines nutzen, sind wir eher im Bereich von 1 oder 1,5 sozusagen. Das heißt, wir sind dann da bei 30 bis 45 Euro. Das ist sozusagen die Schwelle, über die Importe springen müssen, wenn sie den Wasserstoff an günstigen Standorten produzieren. Und es gibt viele günstige Standorte, sozusagen, die sind teilweise im OECD-Bereich. Bei Chile habe ich ja nicht so eine Bedenken, bei Australien auch nicht, bei Nordafrika dann schon. Aber sozusagen, das heißt, wenn wir über einen Euro im Moment reden, dann muss die Produktion von Wasserstoff in dieser anderen Region in der Größenordnung von 30 Euro die Megawattstunde billiger sein, damit sie hier an der Grenze zu konkurrenzfähigen Kosten. Das heißt also, die Kostenfrage, die ist fein austariert. Das sieht bei flüssigen synthetischen ein kleines bisschen anders aus. Sozusagen die Frage für die inländische Produktion von Wasserstoff ist aus meiner Sicht nicht die Kosten,
sondern das, da gibt es auch eine Funktion. Wir haben nur 1.000 Stunden Solar und 2.000 Stunden Onshore-Wind und 4.000 Stunden Offshore-Wind. Deswegen ist die inländische Produktion letztendlich eine Offshore-Wind-Frage in Deutschland. Aber die Flächenrestriktion, die wir bei den erneuerbaren Stromerzeugungen haben, das ist der eigentliche Treiber am Ende des Tages und nicht so sehr die Kosten. Und deswegen, wenn Sie sich meine 5 Zielkriterien angucken, wir müssen Freielektrolyse bei unter 4 Cent Stromkosten sein. Wir müssen über 4.000 Stunden Elektrolyseanlagen sein. Wir müssen am Ende des Tages die Elektrolysekosten um 80% senken. Wir müssen die Transportkosten runterkriegen auf einen halben Euro, weil wir diese Flächen nicht haben. Und am Ende des Tages werden wir immer noch die 150 Euro pro Tonne CO2. An diesen Benchmarks müsste sich so eine Strategie für Deutschland viel stärker ausrichten. Weil, wie gesagt, es gibt eine Flächenfrage, es gibt eine Kostenfrage, beides muss man auseinanderhalten. Und wie gesagt, über die Verzinsung von Investitionsprojekten in Nordafrika haben wir noch nicht geredet. Danke. Frau André, bitte. Also die Zahlen im Einzelnen hat ja Herr Mattes schon referiert, die teilen wir. Ich möchte noch mal zum Import was sagen und zu der Frage der Anwendungsfelder, wenn ich darf. Beim Import, der ist absolut notwendig. Wir werden nicht inländisch solche Mengen an Wasserstoff produzieren können, wie wir brauchen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass man die Importstrategie dazu verwendet, national nicht weiter ambitioniert voranzugehen. Das darf natürlich nicht passieren. Sowohl bei der Frage des grünen Wasserstoffs als auch bei der Frage der Elektrolyseure. Ich weiß gar nicht, wer es gerade eben gesagt hat. Ich glaube, Sie, Herr Ragwitz, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Frage der industriepolitischen Bedeutung der Elektrolyseure haben wir heute gar nicht weiter beleuchtet. Ich glaube, dass wir hier einen großen Move haben, eine große Möglichkeit haben, für Deutschland tatsächlich auch eine Exportstrategie zu entwickeln. Danke, Herr Rimkus, SPD. Ja, ich würde gerne an diesem Punkt weiterfragen. Meine Frage geht an Herrn Bergmann, Frau André. 20% des Energiebedarfs Deutschlands ist Strom. Also sind Elektronen und 80% sind Moleküle. Das hört sich komisch an, ist aber so. Als Elektromeister, der ja sein Leben lang Stromnetze baut, weiß ich, dass wir dennoch nicht die Stromnetze abschalten, aber dennoch wir auf Gas setzen müssen. Meine Frage in dem Zusammenhang und dem, was wir vorher gehört haben, wie schaffen wir es, Herr Bergmann, dann Kosten zu hinterlegen, die dann auch rechtfertigen, dass wir das Gasnetz entsprechend nutzen? Was brauchen wir in Regulatorik? Und Frau André, wie können wir das hinbekommen, dass wir das von Ihnen aufgeworfene zum Schluss, die spannende Frage eines Exportmarktes für Anlagentechnologie, tatsächlich hinkriegen können? Herr Bergmann, bitte. Ja, danke für die Frage. Wir haben ja heute ein gut ausgebautes Fernleitungsnetz. Insgesamt sind das 40.000 Kilometer auf der Fernleitungsstufe, unser Unternehmen 12.000 Kilometer. So, und das gibt natürlich ein Potenzial, was man nutzen kann. Wir können einerseits die Umstellung von Gas, was ausfasst, auf H-Gas nutzen, Leitungen freizumachen und diese sukzessive umzustellen. Wenn wir die Klimaschutzziele ernst nehmen, dann nimmt natürlich auch die Erdgasnachfrage ab. Damit sind natürlich auch entsprechende Freiheitsgrade in dem System. Das kann man an der Stelle relativ einfach umwandeln. Bei der Frage Kostengrößen, Herr Mattis hat das gerade einmal auf längere Distanzen angesprochen. Wenn man das in kürzeren Distanzen auch aus Import aus Südeuropa, beispielsweise Solarstrom von Portugal, rechnet, sind wir der Meinung, kommen wir deutlich unter die 15 Euro pro Megawattstunde. Wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, ich hatte das H2-Startnetz für das Jahr 2030 angesprochen, 1200 Kilometer Leitung. Wenn man die umstellt, was macht das für die Kosten aus? Weniger als 1% der bestehenden Netzentgelte heute. Und da ist noch nicht gegengerechnet, dass irgendwelche Reinvestitionen für das Erdgasnetz unterbleiben würden, die man natürlich auch für die Refinanzierung einsetzen würde. Und wir haben natürlich den großen Vorteil, Sie hatten ja gerade gesagt, 80% Moleküle. Moleküle sind speicherbar. Da können wir eben die Kavernenspeicher auch zu nutzen, um dann eben saisonale Schwankungen zu überbrücken. Danke, Frau André.
Dann greife ich den Gedanken mit den 40.000 Kilometer Fernleitung gerade auf und 600.000 Kilometer Gasnetz insgesamt und Gasspeicher. Und deswegen möchte ich doch noch mal auf meinen Punkt am Anfang kommen. Nehmen Sie die Wärmeversorgung im Haus mit in den Blick. Welche Möglichkeiten haben wir, über eine Beimischung von Wasserstoff zu Erdgas heute schon Klimaziele mit zu erreichen und langfristig tatsächlich auch eine komplette Umstellung zu generieren? Wir haben eine gasberohrte Wärmeversorgung in Deutschland und wir können im Bestand nicht alles elektrifizieren. Sie können Wärmepumpen in Neubauten machen, da haben wir großartige Zahlen, gute Erfolge. Aber im Bestand werden Sie auch auf die gasberohrte Wärmeversorgung zurückgreifen müssen, damit das nicht auf Dauer Erdgas bleibt, sondern damit substituiert wird und Klimaziele erreicht werden, wäre es sinnvoll, hier tatsächlich technisch nachzulegen, dies auch zu ermöglichen. Und auch das ist dann eine Frage, die sich tatsächlich dann international auswirken kann im Bereich des Exports. Bei den Elektrolyseuren meinte ich, der Export, das ist ein industriepolitisches Moment. Wir haben schon erste Länder, die hier vorangehen, aber da kann natürlich Deutschland noch viel mehr beitragen. Danke. Jetzt habe ich selber eine Frage an Herrn Schnettler. Herr Schnettler, Sie haben doch sicher einen Überblick, was andere Länder machen und in welchen Bereichen Sie den Wasserstoff ganz besonders einsetzen wollen. Wir haben hier zum Beispiel im Bundestag auch ein Wasserstofffahrzeug, das schon funktioniert. Da fahren wir als Abgeordnete mit rum. Was machen denn eigentlich andere Länder? Ich gehe davon aus, Sie können die Frage beantworten. Ja, ich denke, ich kann zumindest meinen Beitrag leisten. Ich kenne natürlich nicht alle Länder, aber schauen wir mal ins Nachbarland nach Süden. Die Schweizer sind vielleicht zum Thema Mobilität mit ihrer Schwerlastabgabe und der Förderung von Brennstoffzellen getriebenen LKWs am weitesten. Das heißt aber, man kann in allen wirtschaftlichen Applikationen in allen Ländern sehen, dass insbesondere die Mobilität als Anwendung targetiert wird. Das hatten wir ja hier auch in der Diskussion einige Male. Hintergrund ist, dass die Zahlungsbereitschaft gerade in dem Segment am größten ist. Wir haben natürlich die Situation, dass in Deutschland wir relativ weit mit unseren, sag mal, Strategien sind. Uns mangelt es ein bisschen an der Geschwindigkeit in der Umsetzung. Also das Thema RED II hatten wir vorhin auch. Nordamerika, also gerade USA ist in manchen Bereichen, gerade im Westen Amerikas, geht in Richtung einer Wasserstoffbeimischung der Reelektrifizierung. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Die haben dort ganz einfach andere Rahmenbedingungen. Dort wird der Gang Kohle zu Gas, zu synthetischem Gas und damit Wasserstoff sehr ernst genommen. Dann Länder wie Australien und Chile wurden auch genannt, verfolgen Exportstrategien, Mittlerer Osten genauso, Saudi-Arabien, Sie haben die Veröffentlichungen vielleicht mitbekommen, die Kunststadt NEOM fokussiert sehr stark mit einem Ausbau von PV-Anlagen bis zu 6 Gigawatt auf die Produktion von Ammoniak mit dem Ziel, den Ammoniak dann zu exportieren und sie dann in andere Länder unterzubringen. Gleiches machen die Australier und von Australien den grünen Wasserstoff nach Südostasien und Japan als Energieträger dann letztendlich zu exportieren. Also völlig unterschiedliche Elemente in der direkten Anwendung, Mobilität auch als synthetische Kraftstoffe, Reelektrifizierung. Und die größten Projekte, die wir kennen, sind dann Einsatz im Stahl, also das Thema DRI und dann Export. Was ist aber daraus die Konsequenz für uns? Wir sollten uns darauf fokussieren, die entsprechenden Anwendungen zu bedienen. Wir hatten vorhin schon diskutiert, dass wir uns als Technologieführer in Deutschland sehen, sei es in der Elektrolysetechnik, aber auch in den unterschiedlichen Anwendungen, gerade unsere Stahlindustrie, ThyssenKrupp wurde auch schon genannt, also ThyssenKrupp Stiel. Und wenn ich jetzt mein eigenes Geschäftsgebiet mir anschaue, wir sehen uns als weltweit führendes Unternehmen in der Wasserstoffproduktion, also die Technologie dafür. Wir wollen die Nummer eins sein und insbesondere die Nummer eins auch noch weiter werden in einem wachsenden Markt. Insofern müssen wir uns auf alle Applikationen dann konzentrieren, im Wesentlichen aber dann Großindustrie. Das ist das Wichtige, das ist meine Message. Danke. Danke. Als letztes der Kollege Janicek von den Grünen.
Ja, vielen Dank für die sehr spannende und bereichernde Diskussion heute. Wir sind uns ja anscheinend sehr einig, dass bei dem Thema grüner Wasserstoff ein großes Potenzial für unsere Elektrolyseure, für den Maschinenbau, für die Akteure der Energiewende da ist. Also ist ja die Frage, wie machen wir es jetzt möglich? Und diese Frage möchte ich abschließend nochmal an Professor Rackwitz stellen. Was sind denn nun die zentralen Bedingungen, um einen Markthochlauf des grünen Wasserstoffs und der damit verbundenen Technologien zu ermöglichen? Und wie bewerten Sie dann das Instrument, eine Einbringungsquote zum Beispiel für grünen Stahl, aber auch für andere CO2-arme und freie Materialien? Dankeschön. Herr Dr. Rackwitz, bitte. Ja, also ich denke, dass wir mit der nationalen und der europäischen Wasserstoffstrategie, da wir sie nun haben, eine gute Basis haben, um die Strategie für den Markthochlauf weiter auszugestalten. Wichtig ist, dass wir Innovationen voranbringen, um bei den Technologiekosten deutlich weiter runterzukommen. Bei der Elektrolyse sehen wir eben den Faktor 5, den wir von den Investitionen CAPEX runterkommen müssen. Auch bei den Brennstoffzellen, bei der Anwendung von Wasserstoff sind deutliche Lerneffekte bei der Systemintegration, um Wasserstoffvariable ins Energiesystem zu integrieren. Und als nächstes brauchen wir dann aber tatsächlich einen langfristiges Investitionssignal, das zunächst mal daraus bestehen muss, dass bestehende Verzerrungen beseitigt werden. Also ich hatte es vorher schon gesagt, Steuern, Abgaben, Umlagen einheitlich ausgestalten und die Verzerrungen abbauen. Und dann tatsächlich, und das ist eben die spannende Frage, für die Sektoren, in denen wir langfristig den großen Bedarf im Wasserstoff sehen, die Nachfrage entsprechend gestalten. Und da gibt es eben diese, im Grunde sehe ich drei Optionen. Das eine ist tatsächlich eine Quote für wasserstoffbasierte Endprodukte. Die zweite Option sind Contracts for Difference, was so ähnlich ist wie Einspeisetarife, die wir im Strombereich hatten, für Produkte, die beispielsweise auf grünem Wasserstoff basieren. Und die dritte Option ist, dass wir tatsächlich die Wasserstoffbereitstellung staatlich fördern. Und wenn man sich diese Option anschaut, dann sehe ich bei einer Quote das große Risiko, dass wir tatsächlich Verzerrungen gegenüber alternativen Optionen der CO2-armen Produktherstellung schaffen, beispielsweise Elektrostahl, der basierend auf Recyclingstahl hergestellt wird, könnte damit sozusagen letztendlich in der Merit Order indirekt hinter die wasserstoffbasierte Stahlerzeugung rutschen. Das sollte nicht passieren. Bei Carbon Contracts for Difference ist, wie gesagt, ein sehr interessantes Instrument, halte ich aber für regulativ extrem aufwendig, wenn man sich anschaut, wie alleine bei erneuerbaren Energien, was einfach verglichen dazu total simpel ist, die Contracts for Difference zu designen, wie schwierig dort schon die Diskussionen waren. Und hier hat man es wirklich mit einer Vielzahl von Prozessen zu tun, die sehr unterschiedliche Kosten aufweisen. Man müsste im Prinzip die Chemieindustrie, die Stahlindustrie, andere Industriezweige unter dieselbe Dach führen, was ich für komplex halte, aber nicht unmöglich. Und deswegen die dritte Option, inputseitig die Wasserstofferzeugung letztendlich zu fördern, indem man geeignete marktbasierte Instrumente wie Ausschreibungssysteme für Wasserstofferzeugung auf den Weg bringt und dann Wasserstoff zu einem Fixpreis für, sagen wir mal, 1 Euro pro Kilogramm in den Markt bringt und dann aber den vollen Wettbewerb der Industriesektoren zulässt. Und dann braucht man letztendlich weniger regulatives Know-how, um die effiziente Wasserstoffanwendung in den Endenergiesektoren zu überwachen. Danke, das war eine Punktlandung. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen allen bedanken für Ihre sehr interessanten Auswirkungen. Ich glaube, uns ist alle klar, dass Wasserstoff mitentscheidend sein wird für die Frage, ob wir eine Dekarbonisierung unserer Ökonomie, unseres Verkehrs und aller anderen Sektoren hinkriegen. Ich denke, dabei haben wir wichtige staatliche Aufgaben zu erfüllen. Ein Element ist die Wasserstoffstrategie, die wir heute diskutiert haben. Und ich glaube, dass Sie interessante Anregungen gegeben haben, dann, wenn wir in die Regulierung kommen. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Das gilt auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Anhörung teilgenommen haben. Auch Ihnen recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir werden sicher noch einige Anhörungen haben bis zum Ende der Legislatur.